Daron, Würfel. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu Blutige Segel, unserem Let's Play am Mittwoch. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir sind bei Folge 8. Wisst ihr was? Anfang März, vor 2 Jahren, und zwar am 3. Ich glaube 3. März, nee, doch, ich glaube am 3. März letztes Jahr war die erste Folge vor 2 Jahren von einer anderen Kampagne, von Ilvarandin. Also ich habe die Erinnerung am 13. März gehabt, dass die zweite Folge lief. 2 Jahre her. Es ist 2 Jahre her. Wir machen das jetzt seit 2 Jahren fast jeden Mittwoch. Jeden zweiten. So, fast jeden zweiten Mittwoch. Krass, oder? Ja. Total krass. Na, schon krass. Und wir, das sind die Stammspieler von Lurch und Lama. Ihr seht dort den einzigartigen Lurch. Heute an einer neuen Position. Ja. Also nicht mehr vor ihrer Schräge und im Hintergrund das Bürochaos mit einer Decke abgedeckt, damit man es nicht sieht. Sondern heute vor der tollen Spielwand da vorne. Ja, dafür mit Pickel im Gesicht und ich höre dich schlechter, aber das passt schon. Ja. Alles für die Optik. Das mit dem Pickeln ist ja nicht so schlimm. Dass du mich nicht richtig gut hören kannst. Das ist tragisch. Ja. Dann haben wir dort, ich schaff's inzwischen in die völlig unintuitiv in die richtige Richtung zu zeigen. Dort haben wir unsere wundervolle Shiraki, Meisterin der Bilder, die all eure Shibis zeichnet und auch alles, was wir hier sehen. Und hier unten habe ich 2 Menschen. Genau. Nämlich zum einen den Mr. Night Fever. Madrakir oder auch Mariano. Hallo. Und neben Mariano haben wir Duncan oder auch Dustin. Hi. Ist euch aufgefallen, dass wir Duncan und Dustin, Mariano und Mandrakir, also ihr neigt irgendwie dazu, eure Charaktere, also die sind sehr ähnlich mit eurem Namen. Trinket war auch nah dran. Ja, stimmt. Ja. Draxa auch. Also, ja, das ist, Draxa war vom Verhalten sehr nah dran. Ja. Es ist, so war bin quasi, ich quasi trinken mit dem Kopf durch die Wand. Der Original Mariano. Genau. Naja, das war die erste Runde. Da haben wir alle noch gedacht, wir spielen was, was nah an uns dran ist, gell? Ja. Wow. Danke. Einen pubertierenden, ja, sexgeilen Priester, das ist, klingt einfach unglaublich falsch. Er war nur pubertär. Ja. Naja, nö. Aber egal. Er hat nur Opa in sich, da kann man halt nichts machen. Auch das klingt sehr falsch. Ach, ja. Ja. Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht Also besser. Es war gar nicht Trinkets Schuld, das war Opa, der so notgeil war. Was ich auch eklig finde eigentlich, ich glaube, es ist besser Trinket gewesen. Ja, wie auch immer, wir sind bei einer neuen Kampagne. Wir sind bei Blutige Segel. Aber bevor wir da hinkommen, Shiraki, du warst am Wochenende auf der Heinzcon. Wie war's denn? Oh, es war mega schön. Also es war sehr, sehr cool. Mir hat die der Convention Space sehr gut gefallen. Ja. Ich meine, ich war nie auf dem anderen, aber ich fand den Engelshof sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Das Essen war hervorragend. Ich habe eine Quiche gehabt, die war... Und halt haufenweise nette Leute. Ich habe so viel Spaß gehabt. Am Tag 1, ich habe ja ein paar Fotos gemacht. Auf dem Gruppenfoto waren nicht mal alle drauf. Also wir sind. Es war irgendwie eine Lulacon, oder? Es war eine Lulacon. Es waren halt unheimlich viele Lulas und Lula-Friendlies. Was sind, das wollte ich dich fragen. Was sind Lula-Friendlies? Also Leute, die von uns gehört haben, aber nicht auf dem Discord sind, oder was? Die noch, ja, die zum Beispiel noch nicht auf dem Discord sind oder die Lurch und Lama zwar kennen, aber nicht regelmäßig gucken, aber mit den Leuten gut klarkommen. Das sind Lula-Friendlies. Wie bei Delta Green. Keine Agenten, aber irgendwie doch so in der Einflugsschneise. Also Friendlies. Also Leute, die nur noch nicht wissen, dass sie Lulas sind. Ja, genau. Ja, hervorragend.
Irgendwann kriegen wir sie alle. Den inneren Lula noch entdecken müssen und einfach mit dem Gedanken klarkommen müssen. Das ist sehr schön. Ich glaube, sie haben es schon entdeckt, sie müssen es rauslassen. Kannst du dein Mikrofon ein bisschen anders hinschieben, Shiraki? Du erscheinst den Menschen leise. Oh, ich bin leise. Den Drachenwinter zum Beispiel, den haben wir ja bekehrt, jetzt übers Wochenende. Ja. Der kam ja auf den Server. Ja, ja, habe ich gesehen. Passt jetzt die Lautstärke im Vergleich? Ah, jetzt ist gut, sagt Hylaia. Jetzt sehr ist gut. Schön. Na dann. Jetzt ist gut. Dann komme ich ganz nah an dich. Oh, oh. Aber ganz dicht bei. Lula wird international. Nein. Ja, das war ja mein größtes Erlebnis diese Woche, muss ich sagen, der Stream gestern. Ah, ja. Das war wow. Also jedem, der es nicht gesehen hat, guckt auf jeden Fall nach. Der Stream zum Thema Rollenspiel in der Pädagogik. Ich hatte 2-3 Mal Pipi in den Augen an diesem Abend. Wegen der tollen Geschichten, die Menschen erzählt haben. Wir hatten einen Kinderheimleiter aus Rumänien dabei, der das für seine Kinder benutzt. Also er sagt immer seine Kinder, also die Kinder in seinem Kinderheim, zur Traumabewältigung. Und das finde ich gegen Corona-Langeweile erstmal. Genau, es fing an gegen Corona-Langeweile und wurde zu Traumabewältigung. Und Hammer, ein Hammer-Typ. Wirklich toller Typ. Also, nachgucken. Das war für mich so Highlight dieser Woche. Hat jemand sonst noch was anzukündigen? Dustin, hast du irgendwas? Mariano, haben wir irgendwas, Saskia? Die Proud Nerd vielleicht nochmal? Wir sind am Wochenende, nächste Woche am Wochenende. Ja, also nicht dieses, sondern nächstes Wochenende. Auf der Proud Nerd in Trier. Eine tolle Veranstaltung. Wir würden uns über jeden freuen, der vorbeikommt. Auch Lula Friendlies, herzlich willkommen. Ja. Ich komme auch. Juhu, oh mein Gott, wie cool. Und schön. Bis Sonntag läuft noch, und ich hole mal den Link raus, man sieht, wie gut ich vorbereitet bin, wie immer. Die E-Mail hat nochmal geholfen. Die E-Mail hat geholfen. Ja, die E-Mail hat geholfen bei den T-Shirt-Vorbestellungen. Hier nochmal, man weiß ja nicht. Zack, bumm. Die Vorbestellaktion für unsere nächste Kollektion, Kollektion der Merchandise, läuft noch bis Sonntag. Ja, also Montag müssen wir wirklich bestellen, sonst wird es wieder so eng und da habe ich keine Lust drauf. Und eventuell hat das Lama schon an Tassen rumgebastelt. Eventuell. Mhm. Möglicherweise. Wobei die Tassen werden dieses Jahr die Mythos- und die Legendentassen. Genau. Wir hatten ja immer noch eine andere, so eine Jahrestasse, aber auf der LulaCon auf Burg Breuberg wird es eine große Überraschung geben. Denn wir haben, so wie wir letztes Jahr den Würfelbeutel hatten, wieder ein, vielleicht sogar zwei Mystery-Produkte, die wir dort vorstellen. Keine Tassen, keine Tasse. Andere sehr geile Dinge für Rollenspieler. Aber mehr wird nicht verraten. Für die Leute, die auf die Con kommen, ihr fahrt es auf die Con. Auf die Con. Boah, was mache ich denn heute? Ist ja schlimm. Und für alle anderen, ich hoffe, es bleibt noch was übrig nach der Con. Wenn nicht, wird es nachproduziert. Ihr erfahrt es auf jeden Fall auch. Gut, dann könnten wir anfangen, ne? Und ich denke, wir fangen wieder damit an. Wir haben so eine schöne Zusammenfassung von Folge 1 bis 6. Die Folge 7 mache ich dann noch hinten dran. Wir hören uns dann jetzt erstmal die Zusammenfassung der Folge 1 bis 6 an. Und dann legen wir los. Wir waren Teil von Graubarts Crew auf der Besmaras Zorn. Ich sage waren, weil irgend so ein Arsch uns an die Chileaxianer verkauft hat und die dann mit Aprogels Hand unseren Kahn versenkt haben. Während wir uns gerade noch verstecken konnten, wurde jeder, der noch nicht tot war, von einem Höllenrittergeneral eingepackt und mitgenommen.
Wir konnten uns gerade noch auf ein Boot retten, bevor unser Schiff sich verabschiedete. Da ich aber leider nicht mit den kompetentesten Überlebenden auf einem Boot gelandet war, verloren wir dank Duncan und Mandrakir unser Segel und wären wohl ewig herumgepaddelt, hätten uns die Kundschafter nicht aus dem Wasser gefischt. Die Grinsefee, unter dem Kommando von Eras die Nadel, sollte uns nach Blutbucht bringen. Leider befanden sich üble Schufte, die Mandrakir und ich aus unserer Vergangenheit kennen, auch an Bord und versuchten uns in einem unbeobachteten Moment auszuschalten. Wir haben sie natürlich verdroschen, doch einer von ihnen konnte über Bord springen. Eine Befragung von Rando ergab, dass sie für das Aspis-Konsortium arbeiteten und überall und auf fast jedem Schiff angeblich Spione hatten. Leider erfuhren wir zu spät, als wir bereits in Blutbucht ankamen, dass sich ein Mitglied der Bande noch nicht zu erkennen gegeben hatte und so entkam die Elfe Tetra, aber nicht ohne zuvor noch zwei Crewmen der Grinsefee den Hals aufzuschlitzen. Wir verließen die Kundschafter, um in einer Taverne namens der Kombüse unterzukommen, die sich als ein Schiff herausstellte, die man mit Seilen in die Mangrovenstadt gehängt hatte. Dort schien man Graubarts Namen wohl zu kennen und der Kapitän Crullum war ihm etwas schuldig. Man bot uns an, uns für mehrere Tage kostenlos zu beherbergen, was sehr gut war, denn wir waren praktisch komplett abgebrannt. Doch bevor wir besprechen konnten, wie wir weiter vorgehen wollten, wurden die Leute im Schankraum von einem Mimik angegriffen, den jemand als Fass angeliefert hatte. Wir mischten uns ein und retteten den Tag. Von einem Informationshändler namens Roger, der hier verkehrte, erfuhren wir, dass Tetra sich bereits ins Aspis-Konsortium verzogen hatte. Wir würden also nicht an sie herankommen. Wir wollten wenigstens wissen, wer diesen Mimik geliefert hatte und ob das ein Anschlag auf uns war. So erklärten wir uns, nach einer Nacht Ruhe, dazu bereit, dem nachzugehen. Doch davor mussten wir beschließen, wie unsere Ziele aussehen sollten. Wir waren uns schnell einig. Graubart und die Mannschaft retten und herausfinden, wer uns verraten hatte. Auch wenn wir noch nicht wussten, wie wir das anstellen sollten. Am nächsten Morgen machten wir uns auf die Suche nach dem Fasslieferanten und mussten feststellen, dass er zusammen mit zwei Lehrlingen tot in einem Maischefass schwamm. Mein sachkundiger Blick erkannte direkt, dass der Mann von einer Schlange getötet worden war, während man den beiden Jungs das Genick gebrochen hatte. Kurz darauf kam Nalani mit einer seltenen Sumpfnatter die Treppe hinunter, die sie erschlagen hatte. Zwei Mitglieder der Brauergilde meinten, sie würden sich um alles Weitere kümmern, während eine Dame des Aspis-Konsortiums uns auf eine Frau Paulus ansetzte, die mit Reptilien handelte. Nur über einen der Brauer erfuhren wir, dass die Dame Malika Fenn hieß und wohl ein hohes Tier im Konsortium war. Misstrauisch stellten wir Paulus zur Rede. Sie gab an, niemanden ermordet, aber sehr wohl diese Schlange an einen Gnom namens Quinn verkauft zu haben. Wir gewannen den Eindruck, dass jemand ein falsches Spiel mit uns und Frau Paulus trieb und machten uns auf zu dem Gnom, begleitet von der Befürchtung, auch ihn tot zu finden. Doch er war quicklebendig und äußerst verwundert, von uns befragt zu werden. Er hätte in den letzten Wochen gar keine Schlange von Paulus gekauft. In uns reifte die Befürchtung, dass wir es hier mit einem Illusionisten zu tun hatten, der seine Gestalt verändern konnte, und so standen wir in einer Sackgasse. Gerade wollten wir uns zurück zur Kombüse aufmachen, als ich hinterrücks angegriffen wurde. Wir haben Feuertag, den 28. Lammerschuh 4722. Wir befinden uns mitten in Blutbucht, um genau zu sein, auf der Grinsefee, einem Schiff im Hafen von Blutbucht. Denn dorthin sind unsere vier, geflohen, gerannt, irgendwas dazwischen. Denn auf der Straße von Blutbucht hat sich herausgestellt, dass dieser Stich, von dem Nalani gerade eben gesprochen hat, ein vergifteter Pfeil gewesen ist, der in ihrer Nierengegend gelangt ist. Sie wurde dann von Duncan zur Grinsefee geschleppt, mit Leichtigkeit getragen, um dort eine entsprechende Hilfe zu bekommen. Und währenddessen hat sich unsere liebe
Nalani mit Unterstützung von Mandrakir. Sie würde sagen, nein, nein, er ist bloß hinterhergerannt, unterstützt hat er mich sowieso nicht. Die Attentäterin, den Attentäter, so richtig klar ist das nicht geworden, auf einem Dach gestellt und in einem wilden Kampf dann festgestellt, okay, ich hab den anderen fast. Und dann kam wieder dieses Gift ins Spiel. Am Ende waren sie alle vier auf der Grinsefee und haben viele Informationen bekommen, haben mit Leuten geredet, haben dafür gesorgt, dass die Geschichte weitergeht. Naja, oder haben im Zimmer des Captains gesessen und so viel rumgesoffen, bis sie nicht mehr gerade stehen konnten. Und genau dort machen wir jetzt weiter. Wir befinden uns in dem großen Captainszimmer, der Speisesaal in der Mitte, also der Speisetisch in der Mitte. Ihr erinnert euch, das ist der, wo man diese Spur von dieser Anker-Harpune sieht, die einmal quer durch den Tisch geschrammt ist. Der hintere Teil des Raums ist gerade so ein bisschen chaotisch. Sachen liegen auf dem Boden rum und zwei Schwerter, also Säbel, die vorher an der Wand waren, stecken jetzt im Boden. Direkt daneben liegt kichernd eine sturzbesoffene Nalani und wird angeschaut von einem ebenfalls sturzbesoffenen Duncan. Die liegen, stehen, hocken, sitzen halb hinter diesem Schreibtisch des Captains. Und an der Tür, gerade eben angekommen, sind Veon, der Botaniker der Grinsefee, ein mächtiger Halborg, und an seiner Seite die ehrenwerte Ilariel vom Silbersee, nicht besoffen. Ich finde bei dieser Gruppe, ich habe mich noch nicht entschieden. Entweder ich erwähne am Anfang immer, dass jemand besoffen ist, oder ich erwähne die Charaktere, die nüchtern sind. Ist noch 2-2, deswegen ist es einigermaßen unentschieden. Direkt hinter Veon und Nalani kommt gerade auch Mandrakia an. Ilariel, du musst anfangen. Ilariel, Entschuldigung. Ilariel heißt sie. Kommt Mandrakia an. Und das Letzte, was wir gehört haben, war der Satz. Und genau das sind die Gerüchte über Amos Graubart. Was zur Hölle ist hier denn los? Veon kommt in den Raum jetzt herein. Graubart? Hab ich Graubart gehört? Was mit Graubart? Ich krabbel hinterm Tisch raus, so auf allen Vieren. Oh mein Gott. Boah. Also er kommt näher ran, will dir hochhelfen, wird dann von einer gigantischen Fahne begrüßt. Und dann, boah, wow. Habt ihr noch irgendwelchen Schnaps auf dem Schiff übrig gelassen? Ich gucke in diese zur Flasche. Die Flasche ist leer. Oh. Wow, Nalani, neuer Kord. War das die letzte? Wie lang war das jetzt? Eine Stunde? Weiß nicht, wie viel Uhr eine haben Stunde, wir da? Zwei? Zwei Stunden ungefähr, ja. Also, ist schon dunkel ich draußen? Nur mit dem Kopf. Ich weiß ja nicht. Naja, dem Ganzen ein bisschen die Ehre zu retten, sie war auch ein bisschen vom Gift geschwächt. ich dachte eigentlich, wir essen vorher, bevor gesoffen wird. Vielleicht hätte die dann mehr durchgehalten. Schiffsjunge kommt dann rein und sagt, ich hatte das Essen, oh, ist schon, aber ein bisschen ist noch, ich bring noch was. Oh, ihr habt schon vorher, gut. Lasst uns hinsetzen. Gut. Graubart, was war jetzt was? Ich habe Graubart gehört. Er schaut, Veon schaut dich an, Ilariel. Ich denke, das ist etwas, was ich mit dir später einmal kurz unter vier Augen besprechen möchte.
Hä? Wieso? Kann ich bestimmt alle hören. Ich wüsste. Ja, das weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein. Hä? Also ich hatte nichts mit dem, von daher kannst du das ruhig sagen. Also ich weiß jetzt nicht, was das... Bitte was? Ja. Ja, was soll denn jetzt hier rauskommen? Verstehe ich jetzt nicht. Wer der denn dein Typ? Was? Also hattest du nur noch nichts mit ihm? Nein, nein. Hör mal. Der war schon alt, als ich so Kleinkind war. Nein. Einer von den Schiffsjungen kommt rein und bringt neues Essen, nachdem die Platten ja schon halb geräubert waren. Bringt noch ein bisschen Brot und tatsächlich einen Fischeintopf dazu. Mit so einer Art, ich würde sagen, es ist sowas wie Garnelen, die da drin sind. Oh, Fischeintopf lieber nicht. Oh. So, das räumt den Magen auf. Oh. Boah, ich musste immer so richtig stinkige Fische zu Hause essen, wenn mein Papa mir das vorgesetzt hat, weil wenn ich zu viel getrunken hatte, wenn er das meinte, als Strafe. Aber das war immer richtig gut, weil die waren richtig salzig. Das hat geholfen. Ach, musste verdammt. Kurz kosten, aber dann hat's geholfen. Es ist ja auch egal. Na, Lani, sag mal, wie gut kanntest du denn Amos überhaupt? Wie lange? Wie lange? Ich sag schon als Kleinkind auf seinem Schoß. Und nein, später saß ich nicht mehr auf seinem Schoß, nur um das nochmal klarzustellen. Das hat aufgehört irgendwann. Oh Gott, ich brauche gleich auch was zu trinken. Du musst sie jetzt aber auch noch fragen, ob sie mit dem was hatte, ne? Nein! Also, ich kannte natürlich gut. Hat er in letzter Zeit, hat er dir gegenüber mal irgendetwas von einem Pazuzu erwähnt? Lieber Mandrakir, du darfst mal eine Probe auf Religionskunde machen. Und ich? Mhm. Du nicht. Auf irgendwas? Nein. Sagt mir wahrscheinlich nix, oder? Nee, Religion kann ich auch, oder? Aber so schlatten gerade, du machst ja jetzt gerade keine Probe drauf. Da wird bei mir eine Glocke klingen, denke ich. Oh ja. 25. Hast du von gehört? Pazuzu ist ein Dämon. Ja. Ein Dämonenfürst, ja. Pazululu? Was ist Pazululu? Nein, ich kenne keinen Pazululu. Ist das ein Hafen? Ich überlege, ob wir jemals in Pazululu angelegt haben. Ilariel, was hat Pazuzu damit zu tun? Ist eine. Es gibt wohl Gerüchte um Graubart. Ja, ich bin ein großer Kapitän. Da gibt es natürlich gute Geschichten. Ich kann euch auch welche erzählen. Welche wollt ihr hören? Aber Pazululu kenne ich nicht. Hören. Ich wollte eben wissen, wie viel daran ist. Und da du dich immer damit gerühmt hast, wie dicke ihr beide seid. Ja, kann ich mal einer aufnehmen, wer oder was ist denn jetzt Pazululu? Und dann können wir, dann vielleicht fällt mir ja was dazu ein. Hat Graubart etwas mit Pazuzu zu tun? Ihr macht mich verrückt. Ich gucke sie hin und her. Wer ist das denn jetzt? Ein Papagei vielleicht? Ein Dämon. Ein Dämon? Also wir hatten keinen Dämon auf dem Schiff, das hätte ich gemerkt. Nicht nur ein einfacher Dämon. Ich kenne mich jetzt nicht mit Dämonen aus. Gibt es die in klein, mittel und groß? Hat er mal irgendwo auf einer Insel mit einem Tempel angelegt? Was weiß denn ich? Oder ist in einen Sturm gefahren, ohne jemanden dabei zu haben? Irgendwelche solchen Geschichten. Hat er sich vom Rest der Crew irgendeinmal auf eine merkwürdige Art entfernt und kam wieder verändert oder zerrüttet? Ja, irgendetwas in der Richtung. In letzter Zeit war er schlecht drauf, wenn du mich so fragst. Du kannst tatsächlich mal, in dem Fall wäre es tatsächlich ein Weisheitsrettungswurf.
Aber ich erschwere dir den um 5 im Moment, weil du so besorgt Weisheitsrettung, bist. Willen oder? Willen. Willenswurf. Um wie viel? Um 5. Ach, um 5, ja, das ist ja gut. Du bist so besoffen. Da komme ich immer noch auf 13. Finde ich noch eine schlechte Leistung. Also er war schlecht drauf, das weiß ich, ne? Du weißt, dass es auch, also du erinnerst dich gerade nicht dran, aber du weißt noch, dass es, also es gab da irgendwie, da gab's irgendwas, wo die anderen auch gesagt haben, das hätte das ausgelöst. Das ist so 5 Jahre her oder so. Das ist schon lange her. Kannst du mich das morgen nochmal fragen? Ich weiß nicht, ob du morgen nochmal antwortest. Möchtest du noch ein bisschen was zu trinken haben, Nalani? Und ich gieße ihr nochmal ein. Ja, aber ich glaube nicht, dass das hilft, Pazululu, dass ich mich daran erinnere. Aber er war schlecht gelaunt und das schon jetzt leider, also schon länger leider. Aber früher war mehr Spaß auf dem Schiff, sagen wir es so. Also bevor ihr kamt, hatten wir mehr Spaß. Aber tatsächlich kann es nicht an euch gelegen haben, es war davor. Also was ihr anderen drei wisst, ihr habt Amos kennengelernt als jemanden, der in seinen Launen extrem schwankend war. Also es gab Tage, in denen hat er mit der Crew gescherzt und es gab Tage, da hat er an den Horizont geguckt und wenn man ihn was gefragt hat, hat er einen angebellt oder hat Leuten einen aufs Maul gehauen, einfach aus dem Nichts heraus. Ja, naja. Das ist vorgekommen. Das ist was ihr drei als Erinnerung an ihn habt. Er war immer ein guter Captain, aber er war jemand, der schlecht einzuschätzen war. Extrem sprunghaft und oft schlecht gelaunt, so grüblerisch. Also das war neu. Früher war mehr Spaß. Und mehr Lametta. Macht dieser Cthulhu-Papagei denn, dass man schlechte Laune hat? Genau. Ja, danke. Genau, das tut er. Nein, was macht er? Nee, ernsthaft, was soll das damit zu tun haben? Jetzt erzähl doch mal. Du machst ja Andeutungen, aber... Ich mache überhaupt keine Andeutungen. Ich weiß genauso viel wie ihr. Nun, es... Ja, hat er den getroffen, oder? Veon meldet das sich zu Wort. Wir, dich. Veon meldet sich zu Wort und sagt, nun, sagen wir, es gibt einen Grund, warum die Grinsefee in diesen Gewässern ist. In dem Augenblick kommt die gottlose Trin rein und bekommt das mit. Veon, was genau tust du da? Nun, ich schütte diesen Vieren hier reinen Wein ein, wie sich das gehört. Denkst du nicht, das wäre die Aufgabe und das Vorrecht von unserem Captain, mit den Vieren zu reden und Informationen herauszugeben und nicht unsere? Ich hasse Geheimniskrämerei. Das ist nicht meine Art. Das ist auch gar nicht nötig. Wir sind verschwiegen. Ich werde mich morgen früh nicht mal daran erinnern können, worüber wir reden. Also halt's raus damit. Das mag der einzige Vorteil an der Stelle sein. Vielleicht solltet ihr warten auf Eras. Er wird sicher in ein paar Tagen wieder da sein. Tage? Das ist es mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Was ist da? Wollten wir Tage bleiben? Also dann kann ich schon was trinken. Ich gucke mich um, ob es noch mehr zu trinken gibt. Nein, ihr müsst nicht tagelang hier bleiben und unsere Vorräte aufsaufen. Ihr könnt auch irgendwann wiederkommen. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr heute Nacht an Bord des Schiffes übernachten natürlich. Und Veon, ich müsste dich kurz gut sprechen. Er guckt euch so halb entschuldigend, halb genervt an. Ja, ich komme ja schon. Und dann gehen die beiden raus und ihr seid allein im Raum.
So, jetzt raus. Aber, was ist Pazululu und was kann das mit deiner Laune zu tun haben? Und hä? Ich erzähl dir das morgen. Du verstehst ja nicht einmal das Simpelste mittlerweile, Lani. Ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, dass Pazululu ist ein Dämon. Ein Dämonenfürst ist. Ja, aber okay. Also, du haust Graubart raus und Pazululu jetzt und wie soll das in Verbindung stehen? Und wann kriegt man schlechte Laune? Wenn man den beschwört oder trifft oder sein Pups riecht, wann genau kriegt man schlechte Laune von Pazululu? Es gibt wohl Gerüchte um Graubart und diesen Dämonenfürsten. Mehr weiß ich nicht. Aber vermutlich geht es um irgendwelche Pakte. Um irgendwas geht es immer. Habe ich nichts von mitbekommen. Ich denke morgen noch mal drüber nach, ob er alleine unterwegs war. Das wird dann heute wohl doch nichts mehr. Was hat man denn von so einem Pakt? Also was macht das? Schlechte Laune. Es kommt auf den Dämon an. Es kommt darauf an, was man sich aus diesem Pakt herauszieht. Was weiß ich? Und du glaubst, deswegen sind die Teufel hinter ihm her gewesen? Vielleicht. Vielleicht hat er nach Möglichkeiten gesucht, das Blatt für die für sich oder die freien Kapitäne zu wenden oder hat sich irgendwelche Vorteile erhofft. Ich kann ihn nicht einschätzen. Ich weiß nicht mal, ob an diesen Gerüchten irgendetwas dran ist. Aber er war schon immer sehr gut im Sturm zu segeln. Vielleicht hat er sich deswegen einfach nur einen schlechten Ruf, also einen schlechten Ruf eingefangen. Aber von gut, wegen, er ist so gut, darin, das Auge zu durchsegeln, weil er halt eben einen Pakt mit Pazululu hat. Ja, siehst du, das ist eine Piratengeschichte. Das würde ich verstehen. Das macht Sinn. Wie lange segeln wir schon so gut durch den Sturm? Naja, tatsächlich. Wagt er mehr? Ja. Er ist die letzten Jahre deutlich waghalsiger geworden. Das sage ich nicht. Und er hat früher deutlich, und es hat auch die Mannschaft gesagt, er hat früher deutlich mehr nachgedacht, eher ein Schiff angegriffen hat. Am Anfang fanden das alle sehr geil, ne, weil mehr Mut, mehr Beute, so. Das wurde allerdings irgendwann so, dass die Leute das nicht mehr ganz so geil fanden, weil dann wurde aus Mut irgendwann sehr, sehr große Unvorsicht. Ah, das sehen die einen so, die anderen so. Also. Das sagt dazu nichts. Okay. Und du bist sicher, dass dir nichts aufgefallen ist? Ich habe ja gesagt, der war schlechter gelaunt, das stimmt schon. Aber das ist jetzt echt schon viele Jahre so. Und nicht erst seit irgendwie einem Jahr oder so. Und jetzt. Ja, wir wissen ja nicht, wann der. Und würde Dämonen nicht eher zu den Teufeln passen als zu Graubart? Also, ich meine jetzt mal ernsthaft. Ich meine, er war ein Pirat und so, aber er war ein guter. Dämonen und die Teufel lieben die. Die Teufel und die Dämonen. Nein, bitte. Teufel und Dämonen sind sich nicht eins. Teufel verabscheuen Dämonen. Weshalb auch Tieflinge nicht besonders gut angesehen sind in Cheliax. Wo ist denn der Unterschied? Gut, dass du es fragst. Und was bist du? Ich? Mandrak hier. Ich bin ein Tiefling. Und ihr habt's mit Dämonen. Aber wenn ihr es mit Dämonen habt, warum sollte Graubart es dann nicht mit dem Dämonen haben? Das scheint ja dann normal zu sein. Ich verstehe das Problem gerade gar nicht. Ich kann nichts für mein Blut. Also in meiner Blutlinie gibt es dämonisches Blut. Also aber gibt's gute Dämonen. Ja, ich meine, in meiner Blutlinie ist das ja auch. Was? Ja, mein Papa konnte sich ja in so einen Nachtmar verwandeln, hat er immer erzählt. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein Dämonenpferd. Deswegen heiße ich ja so. Was ist mit dir, Elagiel? Hast du es auch mit Dämonen zu tun? Was ist los hier? Nein, ich habe es nicht mit Dämonen zu tun. Okay. Irgendwas anderes in deinem Blut, von dem ich wissen müsste?
Außer der liebe Besmaras, nein. Hm. Nochmal zu dir, Duncan. Du siehst aber nicht aus wie ein Dämon. Beim Anthrakir verstehe ich das. Ich gucke ihn nochmal an. Aber mein Papa hat sich dann ja auch verwandelt. Das ist ja was anderes gewesen. Also sonst sah der ja auch aus wie ein normaler Mann. Ich habe das allerdings nie gesehen. Das hat er nie gemacht, weil er meinte, das ist gefährlich. Aha. Vielleicht wahrscheinlich hat er auch gezogen. Exakt. Ja, wir heißen Nachtmahr, weil er sich das ausgedacht hat. Na, aber sicher. Manche Dinge muss man nur lange genug wiederholen, dann sind sie wahr. Ja, aber mir haben ja auch andere erzählt, dass er das konnte. Aha. Mhm. Willst du jetzt was gegen meinen Papa sagen? Ich will nichts gegen deinen Papa sagen, aber du siehst nicht aus wie ein Dämon. Okay. So. Nalani und Duncan könnten tatsächlich beide mal einen Zähigkeitsrettungswurf machen. 20. Ich bin richtig zäh geworden. Ach, 14. Ja, deine Zunge wird immer schwerer, Duncan. Nalani hat offensichtlich richtig viel Übung da drin. Aber du merkst, dass, das war viel. Das war viel, vor allen Dingen harter Alkohol. Die ist auch so ein bisschen, also nicht so, dass du jetzt kotzen müsstest, aber so frische Luft wäre auf Dauer gut. Vielleicht hilft auch nicht dieser große Fischeintopf, der direkt vor euch steht. Möchte sich davon eigentlich jemand mal bedienen? Oh ja. Ja. Ich nehme mir auch zumindest eine kleine Kelle und esse viel. Der ist richtig lecker. Also diese garnelenartigen Dinger, die da drin sind, habt ihr noch nicht gegessen. Aber die sind auch sehr lecker. So eine rote mit viel Chili und Zucker, beziehungsweise Chili, Honig, Curry, alles Mögliche ist da drin. Geil. Eine scharf-süße Fischsuppe. Mm. Wirklich gut. Oh, Nalani, solltest du auch mal probieren. Ich habe schon gegessen. Ich glaube, ich probiere es. Oh, ich gucke mich nach einer Schüssel um. Mhm. Ja, dann isst du das und machst mal noch einen Zähigkeitsrettungswurf. 18? 18, ja, prima. Bleib drin. Ja. Ist tatsächlich auch lecker. Ja, solltest du schon probieren, Nalani. Kann was. Duncan, möchtest du noch einen Nachschlag? Klar. Und ich fülle ihm nochmal seine Schüssel. Ist das eigentlich normal, dass man hier in der Captain's Kajüte isst und trinkt, während der Captain hier an Bord ist? Und wer ist der Captain, wenn er nicht da ist? Oh, ist ja gar keiner mehr da. Ich greife mir hier so in den Ausschnitt rein und zuppel den Brief raus. Guck, was ich gefunden habe und lege ihn dann hin. Ihr seht ein... Sind vielleicht dämonische Zeichen, das wird ja gut passen. Ein Pergament, das offensichtlich... verschlüsselt ist. Sehr offensichtlich. Ich schaue mir das auf jeden Fall einmal an, ob ich die Schriftzeichen irgendwo herkenne. Ja, mach mal Gesellschaftskunde. Du hast keine Ahnung, woher. Aber ja, hast du schon mal gesehen. Dämonisch? Teuflisch? Nachtbarisch? Ich werf auch mal einen Blick. Ich kann es nicht sagen, aber irgendwo, es kommt mir bekannt vor. Du darfst auch eine Probe machen. Wo hast du es gefunden, Alani? Eventuell auf dem Schreibtisch da hinten. Nein. Sagt dir gar nichts. Also einpacken wieder. Gut, ich falte das wieder und stecke es wieder ein. Ich hole mal das Buch raus, das wir geklaut haben. Wir! Ja, wir! Wir! Und würde das während dem Essen mal aufklappen und mal gucken, was wir denn da überhaupt genau haben. Tatsächlich habt ihr eine erstaunlich gute Liste darüber, wer nach Blutbucht kommt und wieder abfährt. Ja,
Wo ist die Grinsefee? Ist auf der Liste auch Katsululu? Vielleicht ist der ja hier gewesen. Das, Duncan, ich habe irgendwie den Eindruck, du bist so ein bisschen blass. Möchtest du nicht vielleicht ein bisschen frische Luft schnappen gehen? Ah. Ja. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Ich gehe atmen. Ja. Ist das nach Schiffsnamen geordnet? Oder ja, Captain? Tatsächlich. Also, es ist tatsächlich zeitlich geordnet. Also, es steht hinter dem Namen immer auch ein Schiffsname dabei. Und es steht, also du findest, das Schiff kommt an und du findest Personen, Namen, wenn es bekannt ist, oder Beschreibungen von Personen, die an Land kommen. Bei Leuten, die aufs Schiff gehen und rausgehen, steht bei jedem Einzelnen ein Name dahinter. Wie weit geht das zurück? Das Buch ungefähr 4 Wochen. Oh, geil, oder? Ach, schade. Ja, aber trotzdem geil. Komm, stehen wir drin? Sind wir wichtig genug? Komm, blätter. Ich guck mal, ich blätter mal, ob wir drin stehen. Tut ihr, aber mit Beschreibungen. Okay, also in der Zwischenzeit, während Ilariel sich das Buch näher anguckt, gehe ich nochmal in der Kajüte umher und schaue mich da nochmal um. Okay. Ob ich da irgendwas Interessantes entdecke. Die Frage ist, was ist für dich interessant? Also, das ist eine Kajüte, okay. Sind eine Menge interessante Dinge, aber was ist für dich interessant? Auf dem Schreibtisch lag der Brief. Ich schaue, ob ich Schriftstücke vielleicht finde, wo ich ähnliche Schriftzeichen entdecken kann, wie auf dem Brief, den Nalani hat. Mach eine Wahrnehmungsprobe. Ich muss mal ganz kurz fragen, sind das Schriftzeichen, die ich nicht gekannt habe, oder ist das eine Schrift und es macht einfach keinen Sinn, wenn man sie liest? Beides. Also weder kennst du die Schriftzeichen, noch sieht es total, also du erkennst kein wirkliches Muster da drin. Du siehst, dass manche von denen 17. mehrfach vorkommen. Okay, ich habe 17. Du findest nichts, stellst aber auch fest, dass der Schreibtisch abgeschlossen ist. Fällt mir beim Durchblättern irgendein Schiffsname oder Namen von irgendwelchen Captains auf, die mir was sagen? Oder die... Was dir auffällt, ist, dass eine gewisse Elfe, die ihr sucht, namentlich in diesem Buch steht. Also ihr steht mit Beschreibung drin. Ja. Die Teile der Besatzung von der Grinsefee stehen auch mit Namen drin. Aber nicht alle. Sind auch bei der Grinsefee diverse Leute, die nur beschrieben werden. Aber sowas wie der Captain, Veorn, Trin, die sind alle mit Namen. Ja. Naja, falls wir nochmal irgendeine Bestätigung gebraucht haben, dass Tetra fürs Aspis gearbeitet hat, dann hätten wir jetzt eine. Sie ist zumindest namentlich bekannt. Oh, unsere Namen kennen sie noch nicht. Na, mittlerweile vielleicht schon. Wir hatten uns vorgestellt. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als ihr das Buch geklaut habt, nicht? Stell dir vor, die wissen jetzt, wie wir heißen und das Buch ist nicht mehr da. Oh Schreck, oh Schreck. Hat irgendjemand ein Handy neben dem? Ich. Ich. Ja. Das hilft. Direkt neben dem Senderempfänger von meinem Mikrofon hatte ich mein Handy. Läuft. Also, das ist so ein bisschen erschreckend, tatsächlich. Weil da steht auch teilweise drin, wo die Leute hingehen in der Stadt. Oh, bei uns auch? Bei Tetra auch? Bei Tetra steht drin, dass sie direkt zum Aspis gegangen ist. Bei euch steht noch nichts drin, weil zu dem Zeitpunkt, als ihr sie angerempelt habt, wart ihr offensichtlich noch nicht so interessant.
Und jetzt kann sie sich laut tippen, das denn. Okay. Cool, was ist denn für Schiffe? Lest mal vor, was ist denn so in der letzten so Woche ist denn rein? Wie viele Schiffe sind das überhaupt pro Woche, die hereinkommen? Ich gebe dir das mal rüber, weil die meisten Namen von diesen Schiffen sagen mir nichts, aber das könnte später zumindest noch sehr interessant werden. Und es wäre eventuell auch etwas, was wir benutzen könnten, falls wir Informationen tauschen müssen. Gut. Ich tue so, als würde ich interessiert lesen. Jetzt muss man dazu sagen, was ja keiner weiß. Ich bin da sehr langsam drin und jetzt auch noch stark besoffen. Das geht eher so. Pazululu. Alter, ja. Nee, wow. Der steht tatsächlich nicht drin. Aber also tatsächlich ist das auch alles ganz schön unscharf und langweilig und dir verschwimmen die Buchstaben vor den Augen. Ich glaube, ich lese das morgen. Ich klappe das zu und lege das auf Mantrak hier, hattest du Gelegenheit in die Liste hineinzugucken, die du mitgenommen hattest bei dem Brauer? Die Liste aus dem Buch, genau. Du meinst mit den Abkürzungen und so weiter. Die vermutlich Schuldnerliste. Genau, ich habe noch nicht weiter reingesehen, aber ich habe sie dabei. Und ich hole die Liste raus und lege sie auf den Tisch. Und schiebe sie zu Ilario rüber. Mhm. Hat er sie auch im Dekolleté versteckt? Tatsächlich könntest du mal. Worauf lasse ich denn würfeln, wenn jemand in einem Buch recherchiert? Staokotis, welche Probe lasse ich da machen? Das ist ja hier stinklangweilig, gell? Ich das ist wirklich langweilig. Das ist stinklangweilig. Jetzt fangen die alle an, irgendwas zu lesen, was ich nicht Gesellschaftskunde. Verstehe. Gesellschaftskunde. Ich bin gar nicht so falsch. Es ist Gesellschaftskunde. Hervorragend. Da bin ich gut drin. Am Deck. Und habe eine 19 gewürfelt. Alter, das bedeutet 16. Du hast eine 19 gewürfelt? 26, Entschuldigung. Dann wärst du da gerade, dann hättest du minus 3. Das ist mein Niveau. 26. Ja, dann fällt es dir tatsächlich auf, jetzt wo ihr Namen kennt in dieser Stadt, als ihr die Liste das letzte Mal angeguckt habt, ist euch das nicht aufgefallen. Aber du erkennst, dass er vorher bei diversen Leuten schon anständige, aber jetzt nicht wahnsinnig hohe Schulden hatte. Also er hatte insgesamt viele Schulden, aber bei vielen Menschen, also vielen Leuten, mit denen er gespielt hatte. Mhm. Und dann gibt es offensichtlich einen Tag, an dem er ganz, ganz viele durchgestrichen hat und ein Kürzel hingeschrieben hat, wo eine sehr hohe Summe hintersteht. Mhm. Und das Kürzel ist MF. Malika-Fan. Ja, gut. Cool. Das war vermutlich auch ziemlich gegen Ende, als er sich so gefreut hat, dass er so ein Mordsgeschäft gemacht hat. Mhm. Ja. Sieh einer an. Hast du was entdeckt, Ilariel? Er scheint den Schuldner gewechselt zu haben. MF, also ich würde sagen, das könnte Malika Fan sein. Er hat viele andere Schuldner durchgestrichen, also gehe ich davon aus, dass er sich bei ihr dann eine höhere Summe hat anschreiben lassen und andere Schulden getilgt. Es gibt noch eine andere, etwas bösere Möglichkeit. Sie hat die Schulden aufgekauft. Stimmt, ja. Also nicht, sie hat ihm Geld geliehen und damit hat er sie ausgelöst. Das wäre ja dann eine bewusste Entscheidung von ihm gewesen. Es hätte auch sein können, dass sie einfach die Schulden ausgelöst hat bei anderen. Ja, dann gebe ich das auch so wieder. Was mich so ein bisschen verwundert und an der falschen Stelle juckt. Alle reden von Malika Fenn immer, als wäre sie hier so das Gesicht und die obere, also ein wichtiges Mitglied vom Aspis, aber irgendwie hatte die Schlangenbrosche die falsche Farbe, als wir sie getroffen haben.
Das stimmt. Vielleicht bedeutet das gar nichts, aber ist sie degradiert worden? War das überhaupt Malika Fenn? Können wir uns dem überhaupt noch sicher sein? Oder hat jemand einen Fehler gemacht bei der Verkleidung? Mir denkt weiter, ich gehe mal Luft schnappen. So. Apropos Luft schnappen. Ich stehe auf. Duncan ist ja als erster hochgegangen. Und das mit dem Sauerstoff, wenn man betrunken ist, ist so eine unglaublich witzige Sache. Da können ja zwei Sachen passieren. Entweder kommt man wieder klar, oder da kommt so ein unsichtbarer Vorschlaghammer und haut einem einfach die Lichter aus, sobald Sauerstoff kommt. Mach doch mal einen Zähigkeitsrettungswurf um 5 erschwert. Könnte auch ein Todesrettungswurf sein. Okay, ich habe eine kritische 20 gewürfelt. Alles klar. 29. Dann passiert das Erste. Also sowohl die Suppe, die du gegessen hast, bleibt drin, als auch du kommst ein bisschen klarer. Aber ich werde wie Sau schwitzen. Ich werde mir erstmal das Oberteil ausziehen. Ja, viel zu warm. Tatsächlich schwitzt du wie Sau, weil es ist ja auch warm hier. Ne? Also ich meine, ihr seid ja quasi am Rande des Dschungels. Nalani, du kommst kurz danach hoch und du musst das, also du kannst, wenn du möchtest, das Hemd jetzt ausziehen, Dustin, aber... Ich zieh das durch. Aber jetzt muss sie auch einen Rettungswurf machen. Nee, ich meinte jetzt dich, Dustin, aber egal. kurz nach Duncan kommt Nalani nach oben und du siehst den mal wieder halbnackten Duncan an der Reling stehen und tief atmen und machst bitte auch mal so einen um 5 erschwerten Zähigkeit-Rettungswurf. Vierzehn. Ja, 14 ist nicht gut. Heißt, du bleibst bei Bewusstsein, aber etwas will aus dir raus. Zügig. Zügig. Wie war das? Lou, Lev, ach, oh, ich gehe einfach ran, die Reling. Ja. Wir stehen, da fällt mir ein, während ich zur Reling gehe, hier ist gar kein Wind, wir stehen ja hinter dir vor Anker. Ihr seid im Hafen. direkt neben dir stürzt Nalani stürzt an die Reling und gibt einfach mal tatsächlich alles, also wirklich alles, was ihr an dem Abend gegessen und getrunken habt. Eine Schande. An Besmara. Also. Zu Ehren. Ich glaube, das will sie nicht haben. Ja. Aber sicher, sie liebt die Piraten. Und wer Piraten sind, ist rum. Und warum ist das viel gekotze? Ich ziehe ein Taschentuch. Und wie hat uns der das in Hamburg bei der Schiffrundfahrt erklärt? Wenn man kleine Fische in erster Linie füttern will, soll man beim Kotzen die Zähne zusammenhalten. Oh Gott. Wow. Ja. Dann sprüht das besser. Gut, Wir dann jetzt alleine? Sind ihr die zwei seid jetzt... alleine. Die beiden sind weg. Ihr beiden seid alleine. Ilariel, meinst du also, dass es eine Möglichkeit wäre, dass die Person, der Nalani und ich gefolgt sind, sich als Malika-Fan ausgegeben hat? Vielleicht. Wir müssen es als eine Möglichkeit sehen. Was mir halt komisch vorkommt. Malika wird die ganze Zeit als ein hohes Tier beschrieben. Trotzdem ist sie angerannt gekommen, weil irgendein Käsehändler gesagt hat, da liegt ein toter Bierbrauer in seiner Bude. Dann die Sache mit der falschen Brosche. Ich weiß nicht, was für Magie das ist, aber selbst wenn derjenige wusste, Malika ist ein hohes Tier, Magie ist manchmal schwierig, wenn man sich etwas visualisieren muss, vielleicht macht man dann Fehler. Ich finde,
Es war offensichtlich, dass man uns auf Paulus gesetzt hat. Was, wenn wir vielleicht... Vielleicht bin ich zu paranoid. Aber vielleicht ist das hier gar nicht nur, dass Aspis will uns auf die... Also will Unfrieden stiften bei den Kapitänen. Was ist, wenn da noch eine Partei ist? Ich weiß, was du meinst. Malikas Gesicht benutzt. Ich weiß nicht warum, aber du bist gerade sehr viel leiser geworden, Mariano. Aha, okay. Ich weiß es auch nicht, ich habe nichts gemacht. Aber jetzt geht's wieder. Okay. Aber vielleicht sehe ich auch Gespenster. Ja, aber wir sollten das, denke ich mal, im Hinterkopf behalten. Denn da könnte was dran sein. Ich wüsste zu gern, was das Aspis wirklich vorhat. Ich auch. Wir sitzen hier jetzt gerade so ein bisschen im gleichen Boot. Huch. Mir ist schon aufgefallen, dass du gerne spitze Kommentare abgibst in meine Richtung. Haben wir ein Problem, über das wir reden müssen? Ich denke nicht. Gut zu wissen. Ja, ne. Ich glaube, heute Abend können wir nichts mehr machen, vor allem mit Nalani und Duncan. Mit den beiden ist auf jeden Fall nichts mehr anzufangen. Vielleicht sollten wir schlafen gehen. Wie spät ist es momentan? Bestimmt 11 inzwischen. Uff, ja. Meinst du, wir sollten die beiden holen, oder? Ja, ich glaube, die finden sonst nicht unversehrt in eine Kajüte. Gut. Dann komm. Und ich gehe in Richtung Deck. Ihr beiden geht nach oben an Deck. Seht, dass Nalani ist etwas blass. Sitzt so an die Reling gelehnt. Also, aber sie ist nur blass. Also sie wirkt nicht so, dass sie völlig fertig ist. Aber ihr Kreislauf scheint nicht ganz weit vorne zu sein. Und neben ihr steht Duncan und sein schweißnasser Oberkörper glänzt im Mondlicht. Genau das habe ich auch gedacht. Ich finde das sehr irritierend, dass du diesen Gedanken gelesen hast. Ja, wir kennen uns einfach sehr gut, Dustin. Ilario guckt hin und guckt dann plötzlich ganz woanders hin. Aber nicht Nalani, die glotzt unverhohlen drauf. Und was sieht, sieht nicht dämonisch aus. Ich schau die beiden an. Schüttel mit dem Kopf. So, ihr zwei, was haltet ihr davon, wenn wir schlafen gehen? Ja. Ja. Sollen wir denn jetzt über Nacht hier bleiben oder gehen wir hoch? Oh ne, bitte komm, lass einfach nicht von euch noch laufen und dann, ich, dann beim ich Affen möchte hoch. Keinen und von euch tragen. Ach, dann kommt da so ein Messerstecher und dann ist das ist so anstrengend. Lass uns hier schlafen. Außerdem kriegen wir dann ein Frühstück. Okay. Ich hab alles schon raus, ne? Es passiert nichts mehr. Ich halte Duncan so die Hand hoch. So. Ich zieh dich hoch. Hui! und wo schlafen wir jetzt hier? Also haben wir unsere alten Zimmer noch oder? Das glaube ich nicht. Wir versuchen es mit der Kajüte, die wir schon mal hatten. Na weh, die ist nicht geputzt. Das wäre ein Schweinestall. Auch noch Ansprüche stellen. Wenn ihr nach unten geht, dann findet ihr tatsächlich auch die Kajüte wieder. Und
zumindest hat man irgendwie ein bisschen sauer gemacht. Ja. Ich schmeiß mich in mein Bett. Mhm. Frisch überzogen oder noch stinkig? Noch ein bisschen stinkig. Boah. Nicht frisch bezogen. Merkst du doch gar nicht. Das ist relevant. Ich wollte gerade sagen, so richtig merkst du das nicht. Doch, ich schmeiß mich ins Kissen und mach so. Oh, das sind noch die alten Bezüge. Und dann schlafe ich ein. Als hättest du regelmäßig deine Bezüge gewechselt in unserer letzten Unterkunft. Welche Bezüge? Hängematte. Okay, ja, schlafen klingt gut. Ah, dann mal gut, ne? Ich schnarche ins Kissen. Möchte noch jemand was an dem Abend machen oder legt ihr euch dann alle schlafen? Ich leg mich schlafen. Haben wir noch Licht gesehen irgendwo, als wir zurück zur Kajüte sind? Von außen hast du noch Licht gesehen. Wenn du dich richtig erinnerst, da wo das Arztzimmer sozusagen, das Versorgungszimmer von drinnen ist. Bin ich sehr kaputt. Naja, der Tag war hart, ne? Ich meine, du bist vergiftet worden, hast kaum Luft bekommen. Also, also du bist geistig noch einigermaßen frisch, aber dir tut einfach der ganze Körper weh. Du hast ja diese Krämpfe gehabt. Ja, also, ich denke, ich verschieb's auf morgen. Alles klar. Und so vergeht die Nacht und wir kommen zum 29. Lammerschuh. Immer noch auf der Grinsefee. Ihr werdet wach. Zuerst werden tatsächlich Ilariel und Mandrak hier wach. Vielleicht auch von dem furchtbaren Schnarchen von Duncan. Ja. Konnte kaum schlafen. Sollen wir die beiden erstmal noch ausnüchtern lassen und wir gehen schon mal etwas essen? Ja, ich denke, das wäre keine schlechte Idee. Das könnte noch eine Weile dauern. Ja. Dann schwinge ich mich aus dem Bett und mache die Tür auf, damit Ilari und ich rausgehen können. Ihr findet der Großteile der Mannschaft, weil schönes Wetter ist, an Deck. Und da stehen ein paar große, schwere Tische, an denen man jetzt essen kann. Und da gibt es dann auch Frühstück. Die sitzen da gerade zusammen. Setzen uns dazu. Ihr könnt beide mal eine Wahrnehmungsprobe machen. 17. 18 mit 9 sind 27. 27. Alles klar. Dann nimmst du es wahr, Ilariel. Unten am Kai stehen Eras, Veorn und Trin. Oh. Und diskutieren gerade miteinander. Du kommst nicht mit, was sie sagen, aber wie weit sind sie weg? Ich kann nämlich Lippen lesen. Dann kannst du zumindest einen Teil der Unterhaltung mitbekommen, weil ja nicht alle mit dem Gesicht zu dir stehen. Ja. Also tatsächlich steht bloß Eras mit dem Gesicht zu dir. Okay. Was die anderen beiden kannst du nicht sehen. Dann mach mal eine Wahrnehmungsprobe nochmal. Ja, jetzt ist es nur noch eine 10, also 19. Ja, ja, aber immerhin. 19 ist ja jetzt schon nicht schlecht. was du mitbekommst, ist von Eras. Und ihr habt sie allein da gelassen.
Und das hältst du für eine gute Idee, ernsthaft? Ja, ich denke schon. Ja, ich weiß, Vertrauen ist ein großer Begriff, ja. Ich denke auch. Ja. Wir müssen sie beobachten. Ich habe Botschaften losgeschickt und mit ein... Sagen wir, ich habe Pläne. Das muss erstmal reichen. An der Körperhaltung siehst du, dass Trin sich jetzt gerade aufregt. Okay. Ja, ich weiß, Trin. Aber manchmal muss man Leuten vertrauen. Das ist wichtig, um weiter zu... Ja, selbst wenn sie eine Klerikerin ist. Du darfst nie vergessen, dass der Rest von Golarion das anders sieht als die aus eurem Land. Ja, ich muss los. Ich habe noch ein paar sehr wichtige Gespräche. Ihr kümmert euch um alles und... Ja, ich passe auf mich auf. Macht euch keine Sorgen. Und dann verabschieden sie sich. Möchtest du rechtzeitig von der Reling weg sein, bevor sie... Ich würde gerne rechtzeitig weg sein, ja. Okay, dann du siehst, dass sie anfangen mit Verabschiedungsfloskeln und in dem Augenblick ziehst du dich zurück. Was du aber auch merkst, ist, dass es dann länger dauert, bis sie oben sind, als du dachtest. Also haben sie vermutlich nochmal irgendwas besprochen. Möglich. Aber okay, das ist okay. Für einige Zeit später werden auch unsere beiden Feierer von gestern wach, also Nalani und Duncan. Ihr werdet wach und irgendwer... Nee, macht beide eine Zähigkeitsprobe. Komm. Ohne Abzüge? Ja, einfach so. Dann zeige ich schon, was ich kann. 27. 19. Du wirst wach und die Welt ist bunt. Das ist alles gut. Ich habe alles rausgelassen gestern, so wie man das macht. Das ist so klug gewesen. Mit 19, es ist okay, aber irgendwer hat auf deinem Kopf gesessen und irgendjemand hat eine tote Ratte in deinem Mund geparkt. Gut, die ist bei mir auch da. Die gehört dahin. Ha. Ich brauche Müsli. Oh, dein Müsli. Ich reiche in den Waschkrug. Das ist kein Müsli. Ja, aber hilf gegen die tote Ratte. Na, ist das Wasser sauber? Dann trinke ich einen Schluck. Es sieht sauber aus. Ja, ich trinke einen Schluck. Hilft tatsächlich ein bisschen. Frühstück jagen? Ja, hopp, hopp. Ich piek's ihm so beiläufig mit dem Finger so ins Sixpack, um mal zu checken, wie hart das ist. Ja, dafür, dass er gerade echt eine Körperspannung von einem Jojo hat, ist das trotzdem schon recht beeindruckend. Super. Dann gehe ich Richtung Tür. Kommst du? Und wink so. Ja. Ich ziehe mir jetzt auch wieder was an. Ihr kommt ebenfalls nach oben. Die anderen beiden sitzen schon am Tisch. Es ist, ihr seht, dass an Deck dieser lange Tisch gedeckt ist. Ist genug für jeden da. Es gibt jetzt kein Müsli. Gibt's Obst? Ja. Geil. Obst gibt's jede Menge. Und es gibt so eine Art Getreidebrei. Das ist doch Müsli. Das nicht. Alles klar. Hat euch die Suppe gestern geschmeckt? Oh, die war hervorragend. Ja,
Das ist sehr eine spezielle Suppe, die man nur hier bekommt. Mit Schiffswürmern. Die ist super lecker. Cool. Nicht schlecht. Hätte ich nicht erwartet. Ist das nicht ziemlich lästig, so viele Schiffswürmer zu sammeln? Nee, nicht wirklich. Besser die sind hier als in unserem Rumpf. Alter. Jetzt extra dafür? Nee, aber Blutbucht ist dafür bekannt. Wow. Und warum ist das dann so ein erfolgreicher Hafen? Weil man hier hervorragend Handel treiben kann. Und weil die Würmer in der Suppe statt in den Rümpfen sind, danke. Sagen wir, die Stadt tut einiges dafür, die Zahl der Würmer zu reduzieren. Ich wäre doch sehr interessiert, wie, aber ich glaube nicht, dass mir das hier irgendwer erklären kann. Einfach wow, Gott sei Dank habe ich nichts davon gegessen. Ansonsten seid ihr jetzt so einigermaßen unter euch. Ist jetzt nicht so, als würden die Leute sich sehr für euch interessieren. Ihr seht das kurz, das von euch am entlegensten Ende sitzen Trin und Veon zusammen und frühstücken. Ilariel, was machen wir denn jetzt als nächstes? Es ist so viel passiert, dass ich endgültig nicht mehr so wirklich weiß, was unser nächster Schritt ist. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall langsam mal zurück zur Kombüse und den Leuten mal sagen, was passiert ist. Ja. Außerdem würde ich gerne Roger ein paar Sachen fragen. Der ist doch hier am Hafen, das können wir machen, bevor wir zurückgehen. Ja, das ist eine gute Idee. Und wow. Dann ist es eine gute Frage. Es ist ein bisschen... Ja, dann ist die Frage, wollen wir herausfinden, was das Asp ist? Oder ob das Asp ist? Ich habe da eine Idee. Oder wer der oder die Attentäter war, die uns angegriffen hat gestern. Na, Lani? Heißt das Attentäter? Ich würde vorschlagen, wir gehen zu Roger, dann gehen wir zurück zur Kombüse, reden mit denen, dann trinkt ihr zwei was zur Entspannung und dann erzähle ich euch, was mein Vorschlag wäre. Dann wird er mir vermutlich nicht gefallen, wenn wir Alkohol brauchen, bevor wir ihn hören. Ihr habt ja gestern nicht gefeiert, ihr müsst ja auch mal locker werden. Mhm. Wie viel Gegengift haben wir noch? Zwei Dosen. Zwei Fiolen. Ich könnte eventuell mehr herstellen. Aber dafür bräuchte ich Material und ein Labor. Das könnte auch so. Was haben die gekostet nochmal? Okay. Vorschlag, wir gehen nachher zurück zur Kombüse, gehen auf unser Zimmer und leeren mal alles aus, was wir in den Säckeln haben. Und dann gucken wir mal, was wir uns noch leisten können. Oder? Was denke ich denn, wie lange ich brauchen würde? Doch, du hast keine Ahnung, du hast sie noch nie hergestellt. Ja, Also vermutlich doch einen ganzen Tag oder einen Nachmittag. Du musst ja, also erstmal musst du ein Labor finden, dann musst du die Zutaten bekommen, dann musst du jemanden haben, der dir das zeigt. Ach, die kann man doch auch kaufen, dafür ist es doch da. Dann ist das Geld nur irgendwann weg. Ich fürchte, wir werden ein bisschen mehr davon brauchen. Ja, Geld ist ja nicht weg, Geld kann beschafft werden. Warum willst du alles einkaufen, was ich auch herstellen könnte? Hast du Angst, dass ich dich vergifte oder was ist dein Problem? Nein, aber du weißt nicht, wie es geht. Du hast die Materialien nicht, kein Labor, das dauert einen Tag. Wo soll ich anfangen? Ich weiß bei diesem Ding hier jetzt noch nicht. Willst du etwas sagen, ich könnte das nicht? Hast du irgendwie Ich mangelt mir an Expertise? Oh mein Gott, jetzt sei ja nicht gleich wieder so empfindlich. Jetzt, also ich wollte damit nur sagen, ich nehme die gekauften Fiolen, du kannst deine eigenen haben. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber Ilariel, was ist denn, wenn wir hier die Vogelfrau fragen einfach? Also vielleicht kann die uns dabei helfen. Ich habe auch eine Frage an die. Ja. Also wollt ihr euch erstmal mit drin unterhalten?
Trin ist auch ein Dann unterhaltet euch, unterhalten wir uns doch erstmal mit Trin und schauen dann weiter. Trin ist übrigens keine Tengu, ne? Das ist ein Mensch. Ja. Keine Vogelfrau. Entschuldigung. Ich hatte die ganze Zeit Tengu im Kopf. Okay. Nein, nein, das ist Das ist Alt-Sku. Alt-Sku. Ach, Mist. Habt ihr übrigens schon länger nicht mehr gesehen? Ja, leider. Ja, okay. Mea culpa. Alles klar. Vielleicht sollten wir deine Augen mal nachsehen lassen. Ja, stimmt, wir hatten das Gegengift von drin. Vielleicht fragen wir sie einfach mal. Zumindest für auf lange Sicht. Wir müssen das hier nicht heute machen. Ich denke, heute wäre es wichtiger, zurück zur Kombüse zu gehen und uns dann diesen ominösen Vorschlag anzuhören. Das Zeug von Trin war auf jeden Fall viel besser Gut. als das, was wir da vorher von der Paulus-Tante hatten. Ich meine, also wow. Ja, das stimmt. Allerdings wurde ja auch bereits gemutmaßt, dass es sich um irgendein gemixtes Gift handeln könnte. Vielleicht hat deswegen das Antidot nicht so hervorragend gewirkt. Ja, aber das schon drin hat geholfen. Das Ja, war ich ein geiler weiß. Scheiß. Das Ja, wäre es mir ist gerade die macht Lichter echt gut. ausgegangen. Das war ganz schön geil. Oh, die letzten paar Minuten, das war wie Erlösung danach. Ja, Wow. da, das. Ich hätte gerne das von drin beim nächsten Mal. Gut, also Jolly, Roger, ist das unser Anlaufpunkt? Lasst mich noch einen Moment mit drin reden und ich stehe auf und laufe rüber zu den anderen. Ja, als du zu den beiden rüberlaufst, schauen sie dann zu dir hoch. Guten Morgen. Guten Morgen, geht's den beiden besser? Hervorragend. Ist Zumindest haben sie übrigens über Nacht drin. nicht gespeizt, nicht gekotzt. Also Ja, immerhin. Ich hätte nicht drauf gewettet, dass sie es drin behalten. Aber. Sie sind geübt. Gute Seefahrer. Ich wollte mich noch einmal bedanken für die Hilfe gestern. Ach, das ist doch Das. selbstverständlich. Einfach mal Dank annehmen. Ich denke, so selbstverständlich ist das hier nicht. Ich hätte eine Frage. Ja. Habt ihr das Gegengift, was ihr bei uns benutzt habt, irgendwo erstanden oder habt ihr das selbst hergestellt? Oh, das habe ich selbst hergestellt in meinem Labor, das ich hier am Schiff habe. Ich bin auch äußerst interessiert an etwas in der Richtung. Würdet ihr vielleicht für einen Obolus, wärt ihr bereit, das Rezept mit mir zu teilen? Wenn ich nicht denken würde, dass es sowas nicht gibt, dann würde ich jetzt denken, dass hier gerade ein glückliches Wunder ist. Eine Klerikerin fragt jemanden wie mich, ob ich mein Wissen mit ihr teile. Spannend. Nun ist das, ich bin eine Besmara-Klerikerin. Das bedeutet nicht, dass ich allwissend bin. Ich bin nicht die Ja. Klerikerin des Wissens oder so. Sie guckt zu Veon rüber. Warum nicht? Wie lange habt ihr Zeit? Die Herstellung eines solchen Antigifts dauert ungefähr 4 Tage. Oh, dann fürchte ich. Also nicht, dass wir 4 Tage am Stück daran arbeiten müssten, Ja. aber es muss zwischendurch einkochen und so etwas. Und es dauert. Jetzt leider müssen wir erstmal ein paar, nun, ein paar Stellen abklappern, wie ihr euch vorstellen könnt. Es war etwas, ein ereignisreicher Tag gestern. Aber, Ich wenn es sollte möglich euch wäre. vielleicht auch noch sagen, dass es noch heute im Laufe des Tages spontan zu vereinzelten Krämpfen kommen kann. Gut zu wissen. Super. Wie lange hält sowas an? Ich weiß nicht, wie viel Gift genau ihr abbekommen habt, aber es kann 1, 2 Tage anhalten. Also nicht die Krämpfe, sondern
Die Krämpfe dauern meist ein paar Minuten, aber es kann noch für ein, zwei Tage passieren. Gut, da werden wir wohl durch müssen. Dann würde ich, sobald wir wissen, wie es zeitlich aussieht, würde ich mich noch einmal melden, ob es mit eurem Zeitplan übereinpasst. Mein Zeitplan passt. Wir sind noch einige Zeit hier. Ich glaube, ihr habt mehr zu tun. Aber ich kann euch vielleicht ein paar Dosen mitgeben erstmal. Das wäre hervorragend, tatsächlich. Sie kramt an ihrer Tasche rum. Die ist so eine große, sehr stabile Tasche aus festem Leder, das sie an der Seite hat. Und du siehst, dass die Fiolen, die sie hat, mit unterschiedlichen Wachsfarben verschlossen sind. Und sie gibt dir 3 Fiolen, die mit blauem Wachs verschlossen sind. Vielen Dank. Wenn es irgendetwas gibt, womit wir helfen können. Glaubt uns, wir kommen auf euch zurück. Ja, gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Euch auch und lasst euch nicht stechen. Es sind ja unglaublich viele Moskitos hier. Ja, Moskitos. Und ich gehe zurück zu dem anderen Tisch. Ja, das dauert leider etwas länger. Also jetzt, heute werde ich das nicht mehr lernen. Hast du doch gesagt. Und? Was ist der Preis? Kaufen. Hat sie noch nicht gesagt. Wir haben aber 3 Fiolen so bekommen. Erstmal. Geschenkt? Nein. Es gibt nicht was geschenkt. Ach so, aber wo, sagen wir, den Preis erfahren wir irgendwann anders. Das ist toll. So ein variabler Preis, Hast du denn auch so eine Spritze? Weil ich weiß, die hat das ja uns mit so einem Riesending da reingerammt. Ich müsste tatsächlich ein Medizin... Oh, nein, habe ich nicht mehr. Das müssen wir besorgen, weil, naja, das war bei meinen Sachen. Du erinnerst dich sicher. Ja, fragst du doch gerade, vielleicht hat sie noch so ein Monsterspritzending. Ich brauche sowieso eine Ausrüstung, Malani. Wenn wir jetzt zum Hafen gehen, dann lass mich doch einfach ein Medizin... Kit einkaufen. Ich glaube es gibt ein paar Sachen, die wir nicht haben, die wir vielleicht auch einfach einkaufen. Ja, so wie alles, weil ich besitze, was ich am Körper trage. Ja, weil du es nicht festgehalten hast, verdammt nochmal. Das ist doch nicht zu glauben. Was haben wir denn an Geld? Komm, Butter bei die Fische. Kommt, jeder greift mal irgendwo, keine Ahnung, ins Höschen, ins Dekolleté, wo auch immer ihr es habt. Du hast das ganze Geld, ja. Na, immer noch. Die Kasse hast du doch. Ich habe auch genau gesehen, wie du die eingesteckt hast. Ah, bitte. Zwing mich nicht in dein Höschen zu greifen, hol's raus. Und ich überschlage im Kopf, wie viel ich denn davon ausgegeben habe. Ach, ich glaube so 100 Gold oder sowas habe ich. Aha. Warte mal, ich glaube, ich habe so 0. Genau. Keine Ahnung, es waren so um die 50. Ein bisschen was haben wir ausgegeben. Das ist jede Menge Kohle, ich bitte euch. Ja, dann sollten wir die langsam mal aufteilen, Nalani. Ich hole meine raus, wenn er seine rausholt. Aber jetzt hier? Zeig mir deins, ich zeig dir meins. So läuft das hier. Nein. Hier an Deck? Um Gottes Willen, ich guck mich um. Leute, ich bin nüchtern. Wir haben noch viel vor uns. Könntet ihr bitte endlich eure Sachen auspacken? Wow. Wie romantisch du drauf bist. Lass uns irgendwo hingehen, wo nicht jeder zusehen kann. Können wir vielleicht auch einfach auf dem Zimmer machen, wenn wir wieder oben sind, oder? Oder wir gehen doch schnell runter in die Kajüte. Sie will doch was im Hafen einkaufen. Komm. Und dann gehen wir kurz in die Kajüte. Ihr geht wieder auf die Kajüte.
zeig nicht an. Ich nehme den Waschbottich, alles reinkippen und hol das von, ich habe das von Eras, ne? Eras hat uns den Beutel gegeben, oder? Ja. Ich kipp den Beutel klimpernd in. Ich hoffe, du hast ja aufgeschrieben, wie viel du hast. Ja. Ja. Wenn es die 50 sind, es war ja auch nur so, ne? Mhm. Wir haben 2 ausgegeben. Also ich habe hier 50 minus 2 stehen. Ich meine, ich habe noch eigenes, aber das ist, muss ich nicht rausdrücken. Das sehe ich nicht ein. Also 50 Goldstücke. Minus 2, 48 liegen da drin. Und ich greife in meine Tasche und hole dann doch 150 Gold raus. Da kann man sich schon mal verschätzen. War wohl doch etwas mehr. Kann ich ihn durchschauen, ob er uns behumst? Oder ob Malani uns behumst? So. Was haben wir denn da jetzt? 198. Ich glaube, der Beutel, den ich raushole und da reinkippe, sieht ziemlich aus wie der Beutel, den also ich gekriegt habe. Also mit Malani, die holt den Beutel raus und kippt den komplett da rein. Na, und bei Vantraki wissen wir alle nicht, was in der Kasse war. Also von daher ist behumst relativ. Ja, mir geht es ja auch mehr um Körpersprache als um, das kann gar nicht sein, weil so viel Geld. Du kannst mal eine Warnung machen. Was für einen Wert hast du in Täuschung, Mariano? Aha. Warte. Täuschung. Was denn? Da drüben, oder? Da habe ich eine plus 9. Müsste ich jetzt auch würfeln, oder? Du musst mir einfach sagen, welche 9 hast du. Dann würfel doch mal Wahrnehmung gegen 19. Ilario. Dann habe ich das geschafft, weil ich habe eine 16 gewürfelt und habe 9 Wahrnehmung. Er lügt nicht schlimm doll, sagt aber auch nicht die ganze Wahrheit. Also du merkst... aber das ist bei Mandraki ja eh schwer. Weil er sowieso immer sehr verschlossen ist mit Dingen, die er erzählt. Ich sag dazu einfach nichts, aber ich denke mir meinen Teil. Mhm. Ja, das haben wir auch gefunden, das muss man mir jetzt ja auch zugute halten. Gut. Bisschen Finderlohn. Dann liegen da jetzt, ich sag mal so, um die 200 Gold. Ah, jeder 50, komm. 198. Ja, genau. Wir machen 4 Häufchen, das sind dann, ich nehme auch großzügig ein, wo nur 49 sind, oder nein, wir machen das so, alle 3 anderen kriegen 50, ich nehme 48. Ist klar. Danke, Sugar Daddy. Ich bin ja nicht so. Die 2 Gold waren nämlich meine Drogen. Wir haben aber die Antidotes schon von dem Geld gekauft gehabt, ne? Das geht dann auch auf deine Kappe. Die hatte ich schon, hatte ich vorher schon bezahlt. Gut, und dann macht ihr euch auf den Weg in die Kombüse. Wir suchen erst Roger. Im Hafen nach Roger. Ah, ihr sucht nach Roger. Tatsächlich ist es gar nicht so richtig schwer. Der sitzt gerade so. Ein Bein hochgewinkelt, ein Bein hängt runter auf so einem Fass, das da irgendwo am Kai direkt an so einem Haus steht. Und unterhält sich gerade mit 2 jungen Frauen. Seht ihr. Warten wir doch mal einen Moment, höflichkeitshalber. Ja, sind wir mal höflich. Das ist Smalltalk, also das kann noch ganz schön lange dauern. Gut, dann gehe ich hin. Ja. Schieb die Mädels so zur Seite. Entschuldigung, wir wollen Geschäfte machen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Nalani. Guten Morgen. Die beiden gucken sehr genervt. Wer, die Mädels? Ja. Ich mach so. Machen aber trotzdem Platz. Ja. Wo auch immer sie hingeht, sie macht sich Freunde. Ja, ich grüße dich. Er nickt freundlich lächelnd zu den beiden und dann gehen sie ein Stückchen weiter. Das ist so dein Ding. Ilario, mach doch mal eine Wahrnehmungsprobe.
Ach, Menno. 13. 13. Nee, dann kriegst du nichts mit. Was du aber mitkriegst, ist, dass die beiden so sehr klimpernde, weite Röcke haben. Okay. Also, die klingeln so ein bisschen. So haben so Ketten und Schmuck, der da runterhängt am Gürtel, der so bei den Hüftbewegungen klimpert. Was kann ich denn für euch tun? Ich hätte ein paar Infos, die ich gerne hätte. Und wollte mal mich nach Preisen erkundigen. Jetzt kommt das, womit du gerechnet hast. Ich sage, das kommt drauf an. Ja, natürlich. Dann fangen wir erstmal mit was ganz Kleinem, Einfachen an. Welchen Rang bekleidet denn momentan Malika Fenn im Aspis-Konsortium? Nun, sie ist die operative Leitung. Welche Farbe hätte dann ihre Schlange? Ihre Brosche? Sie das letzte Mal gesehen habe, hat sie eine silberne Schlange getragen. Und unsere war aber Bronze. Ja. Also Kupfer, tatsächlich. Kupfer, ja. Spannend. Aha. Du könntest diese Informationen damit bezahlen, dass du mir sagst, warum das spannend ist. Weil sie, als wir sie das letzte Mal gesehen haben, eine kupferfarbene Schlange anhatte. Ha. Spannend. Ja, nicht wahr? Außerordentlich spannend, denn jetzt mache ich weiter. Vielleicht nähern wir uns an. Das würde sie nie tun. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wo habt ihr sie denn getroffen? Ihr habt die nächste Frage. Das ist ja schon eine Bezahlung für die nächste Frage. An einem Ort, wo sie eigentlich nicht viel zu suchen hatte, um ehrlich zu sein. Du hattest noch mehr Fragen? Ja. Allerdings würde das vermutlich ein bisschen mehr... Ich wäre extrem an ein bisschen persönlicher Vorgeschichte von jemandem interessiert. Ein Arbeiter hier am Hafen oder die Königin von Cheliax? Ein Mitglied der Grinsefee. Die persönliche Vorgeschichte eines Mitglieds, das kommt sehr auf das Mitglied der Grinsefee an. Die Gottlose drin. Was speziell möchtet ihr denn da wissen? Sie wirkte nach in den letzten Begebenheiten ein wenig emotional zerrüttet. Mehr als bei den anderen. Und sie scheint ein bisschen Vorgeschichte zu haben mit Malika. Ich meine, haben alle irgendwie, aber... Sagen wir, die beiden haben sich einst sehr vertraut. Oh. Sehr vertraut. Wie steht denn lieber? Ja. Das ist bitter. Also auf die Art und Weise Bett geteilt oder auf die Art und Weise Freunde? An welchem Ort genau habt ihr Malika Fenn mit einer Kupferbrosche getroffen? An einem
Mordschauplatz, zu dem wir gerufen wurden, allerdings von einem ziemlich niederen und uninteressanten Mitglied der Brauereigilde. Ah, der Mord von Smitty. Ja, genau. Da soll Malika-Fan aufgetaucht sein. Ja. Um fair zu sein, wobei man auf den Gedanken vermutlich, wenn man sehr viel andere Dinge auch weiß, kommen könnte, möchte ich dazu sagen, praktisch als Dreingabe, wir sind uns selbst nicht sicher, ob es auch wirklich Malika war. Ich glaube, ihr seid da auf einer sehr guten Spur. Aha. Kann euch durchaus bestärken, diese Spur weiter zu verfolgen. Mhm. So, was jetzt mit meiner Frage? Die war ja einfach. Sie waren ein Paar, ja. Hm. Das ist ja unangenehm. Boah, da wäre ich richtig stinkig. Ich war nicht dabei. Warum ist dir das jetzt so wichtig? Ich habe gefragt. Es ist in Ordnung. Es braucht euch nicht zu interessieren. Ich meinte das mit der Beziehung. Ja. Es ist nicht wichtig, warum wir das jetzt fragen. Also wenn wir jetzt dieser Spur sinnvollerweise weiter folgen würden, was wäre denn dann vielleicht nützlich für uns zu wissen, damit wir da ankommen, wo wir hinwollen? Also, zum einen, er schaut sich jetzt ein bisschen um, wer so sonst in der Nähe ist. Sagen wir, der ein oder andere in der Stadt hat gefragt nach 4 Leuten von der Grinsefee. Cool, jetzt werden wir langsam bekannt. Ah. Toll. Ich denke, man sollte, da war da nicht. Naja, gut. Kommt drauf an, warum Sie fragen. Leute interessieren sich dafür, warum ihr hier seid und was ihr wollt. Das ist gut. Das fragen wir uns auch noch. Von daher, was hast du geantwortet? Vielleicht hilft uns das bei unserer Fragestellung. Na gut. Dass ihr das auch nicht wisst, gibt erschreckend viel Sinn. Also. Ja gut, aber wir wissen ja schon, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich Bekanntheit erlangen, um einfach etwas mehr, eine bessere Position zu haben. Ihr wollt euch einen Namen in der Stadt machen. Ja, also es geht doch schon ganz gut los. Wenn man schon gefragt hat, geht's gut los. Oder nicht? Ich habe auch eine Frage. Ja. Na, die könnte vielleicht ein bisschen teurer sein. Ich wickel mal meinen Zahnsäbel aus, den ich so ein bisschen mit einem Tuch eingewickelt habe. Den habe ich jetzt nicht einfach so freitragend jetzt hier im Hafen dabei. Den habe ich, sagen wir, erbeutet. Die Idee, wer den getragen hat? Mir kommen da mehrere Ideen. Keine davon klingt sehr gut. Was treibt dich denn aktuell in der Stadt rum und trägt so einen Zahnsäbel? Und ich meine damit explizit nur einen und nicht zwei. Nur einen? Ja, also entspann dich. Und der Säbel ist ja zurückgeblieben. Ich habe gehört, das ist auch nicht normal, oder? Nicht, wenn es eine Mantis wäre. Eben. Also streichen wir Mantis. Von jemandem gehört, der sowas trägt und gerade in der Stadt ist? Vielleicht. Ja, siehst du, ich wusste, es ist teuer. Das kostet die Info. Einen Gefallen. Boah. Oh. Kann man das auch in Gold irgendwie bezahlen? Er schaut euch 4 an.
50. Was wäre denn nicht gefallen? Das weiß ich noch nicht. Eben. Eben. Das ein kann ein angemessenen. Gutes, ja. Und jetzt ist die Frage, was ist angemessen? Also es kann ein guter oder ein schlechter Deal sein, das weiß man nie. Das Problem ist, ich kenne den nicht. Wie funktioniert denn das mit den Gefallen? Ist Gefallen eine Währung? Dann gibt es kleine Gefallen, große Gefallen und Lebensschuld oder sowas? Oder worauf sagen wir, gut, dann sage ich es genauer. Es interessiert mich zu erfahren, ob Tetra noch hier ist und wenn nicht, wo sie hin ist. Okay, prima. Dann die Info bitte. Komm, das ist ja auch nicht ganz unspannend für uns. Ja, ich denke, damit können wir dienen. Willst du denn nur wissen, wo sie ist und ob sie noch hier ist, oder willst du sie haben? Nö, das kriege ich dann schon selber hin. Es gibt eine Gruppe von Halsabschneidern hier in der Stadt. Sie nennen sich die Linkhand. Die Linkhand? Und der oder die Anführer, Anführerin von ihnen trägt ein Zahnsäbel. Oh, immerhin haben wir den mit dem Chef oder Chefin zu tun. Weißt du, ob das Chef oder Chefin ist? Leider kenne ich den Namen selber nicht, aber ich weiß, dass die Führung der Linkhand sich auf die Verwendung von Substanzen versteht. Ja. Ja. Das passt, ja. Und weißt du eventuell auch, ob es da jemanden gibt, der seine Gestalt verändern kann? Gerüchteweise kann die Führung das. Darf ich? Und streckt die Hand nach dem Zahnsäbel aus. Klar. Das war meiner, ne? Ich gebe schaut ihn an und interessiert sich überhaupt nicht für die Klinge, sondern für den Griff. Und drückt dann irgendwie an mehreren Stellen, dreht kurz und stimmt also. Und zieht so einen Zylinder hinten aus dem Griff raus. Und da ist so eine Fiole mit so einer, das kippt da so hin und her, so eine Glasfiole mit so einer klebrig-grünen Flüssigkeit. Oh, 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 oh. Was ist das? Genau weiß ich es nicht, aber zumindest habe ich jetzt die Bestätigung, dass es wirklich von der Person ist. Das von welcher Person? Von der Linkhand? Ja. Ja. Ist also nicht keine Standard aus. Nein, er ist sehr vorsichtig, gibt es wieder in den Griff, dreht ihn wieder zu. Ihr seht nicht wirklich die Handbewegungen, die er macht, und gibt Nalani dann den Säbel zurück. Was würdest du für den zahlen? Nur mal so. Für den? Ja. Gar nichts. Och Mann. Also ich habe kein Interesse daran, ich bin kein Waffenhändler. Ja, was cooles, klebriges, grünes Zeichen. Zahnsäbel. Ja, weiß man nicht. Er klopft so auf eine der beiden Pistolen, die er an seiner Seite hat. Ich verlasse mich mehr darauf. Ich finde die geil, aber die ich habe mehr als einmal gesehen, dass sie auch nach hinten losgehen können, ne? Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das war nicht schön. Wenn man nicht damit umgehen kann, kann das durchaus passieren. Ich erinnere dich dran, wenn dein Gesicht voll Schwarzpulver steckt. Dann hoffe ich, dass so gute Freunde wie ihr dabei seid. Mal angenommen, ich hätte gern eine von denen da. Von denen? Nein, nicht von denen. Um Gottes Willen, nicht deine. Aber so Waffe eine. Ja, welchen Waffenhändler müsste ich denn hier aufsuchen, um eine zu kriegen, die nicht ständig nach hinten losgeht? Es gibt tatsächlich einen Händler hier in der Stadt, mindestens einen, der die verkauft. Ja, ich will den besten. Also welcher? Dann solltest du, meistens macht er seinen Marktstand gegen Mitternacht auf. Gegen Mitternacht? Ja. Der Markt ist
24 Stunden am Tag besetzt. Das ist okay. Es gibt welche, die am Tag da sind, es gibt welche, die am Abend da sind und es gibt welche, die nachts da sind. Okay, okay, okay. Und werden, ja? Er macht meist seinen Stand gegen Mitternacht auf. Heißt? Grutus. Nochmal? Grutus. Grutus. Ein Gnom. Klar. Gut, vielleicht besuche ich den mal. Er kommt ursprünglich aus Altenstern und hat sich hier jetzt niedergelassen. Mhm. Ist mir egal, Hauptsache hat gute Waffen. Was er tut. Ihm helfen zwei Koboldfrauen bei seiner Arbeit. Es ist interessant zuzugucken. Ja, solange er gute Arbeit macht. Okay, wie finden wir denn jetzt diese Halsabschneider? Das ist eine gute Frage. Da, die sind relativ gut da drin, nicht gefunden zu werden, aber sie arbeiten relativ oft auch fürs Aspis. Klar. Es gibt Gerüchte, dass sie auch daher kommen, aber das sind wirklich nur Gerüchte. Okay. Na gut, wenigstens wissen wir jetzt, wonach wir suchen. Ich habe noch eine total kleine, mit nichts von dem im Zusammenhang stehende Frage. kennt ihr jemanden mit einem blauen Papagei mit einem sehr unflätigen Mundwerk? Bitte? Ja, ich habe doch gesagt, es ist schwer, den Zusammenhang zu sehen. Ein entsprechender blauer Ara. Ach, der Papagei hat das unflätige Maul. Ja. Jetzt gerade spontan fällt mir niemand ein. Soll ich Bescheid sagen, wenn ich ihn sehe? Oder braucht ihr so einen Papagei? Nein, ich brauche nicht so einen Papagei. Warum? Weil ich kein Interesse an einem Haustier habe, das mich ständig beleidigt. Brauchst du denn den Papagei oder den Typen, der den Papagei hat? Ich will nur wissen, wem der Papagei gehört. Ich will weder den Typen noch den Papagei. Verwirrt. Ich muss dir nicht alles erklären, Duncan. Ich bin meine eigene Person mit meiner eigenen Gedankenwelt. Okay? Ja. Ich rutsche okay. Ein bisschen an Duncan ran. Geh nicht in ihren Kopf, das ist bestimmt nicht gesund. Ja, behalt ruhig deine Geheimnisse. Ja? Apropos, könntet ihr noch mal kurz, also ich meine, ich würde gerne mal noch eine Frage loswerden, die ihr nicht alle hören müsst. Oh ja. Ja. Was denn jetzt? Wow. Manche Dinge will eine Lady nicht teilen? Aha. Welche Lady? Ich glaube, sie meint sich. Todesblicke hier so. Oh, das war ein Selbstgespräch. Okay. Jetzt verzischt euch einfach mal kurz. Ja doch, ich. Gut, geht ihr? Ich gehe weg, ich gehe auch weg. Ich versuche aber trotzdem irgendwie mitzubekommen, also was Ilariel jetzt... Also du kannst um die Ecke gehen und wenn Ilariel nicht um die Ecke guckt, dann könnte das sogar funktionieren. Dann mache ich das so. Ich bin absichtlich leise und drehe mich natürlich in die Richtung, von der ich denke, dass meine Freunde hin abgedampft sind. Ja. Wäre es möglich, herauszufinden, wo ein bestimmtes Schiff geblieben ist in den letzten 2 Jahren. Sicher. Ich müsste was über den Verbleib den Verbleib der Passagiere der Meerkatze wissen. Kann ich jetzt spontan nicht drauf antworten? Das ist aber, mir klar. Unter welcher Flagge? Weiß ich nicht. Also kennst nur den Namen? Ich kenne nur den Namen, ja. Vor etwa
vor 2 Jahren oder vor etwas länger müsste das Schiff einmal von Sklavenhändlern aufgebracht worden sein und die Crew ist verschleppt worden. Ich hätte gerne alles an Infos, was es um diesen Zeitraum zu diesem Schiff zu finden gibt. Ich schaue, was ich tun kann. Ich kann dir jetzt noch den Preis nicht nennen. Das hängt natürlich immer von dem Schiff ab, von dem Sklavenhändler und von den Passagieren, um die es geht. Naja, klar. Was ich ich weiß, dass das Schiff von der Bande um Rando, ich weiß nicht, ob der Name was klingeln lässt. Ich habe so den Namen gehört. Ja, es ist von ihnen auf jeden Fall einmal überfallen worden und ich weiß, dass es einen Höllenritter gab, der zu ihren Kunden gehört hat. Hm. Gut, ich höre mich um. Danke. Du machst eine... Hab ich denn von was für einen Wert hast du bekommen? In Heimlichkeit, Shiraki? In Heimlichkeit? Oh, da bin ich schlecht drin, glaube ich. Ja, 2. 2. Dann machst du eine Wahrnehmungsprobe gegen 12. Mhm. Oh, das sollte passen. Ja, du hast jedes Wort 16. mitbekommen. Shit! Ja. Dann kommt ihr tatsächlich nach einiger Zeit in der Kombüse an. Ach, wollte, ja. Oder wolltest du noch? Nein, ah. Wir sind ja schon oben. Ja. Super. Tatsächlich steht diesmal Crullum an der Bar. Dieser beeindruckende, mächtige Piratenkapitän mit diesem riesigen Hut, seinen Dreads, die er da drunter hat, schon ein sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Da muss schon was hermachen. Ja, schau an, wer wieder da ist. Aha. Und er lebt sogar noch. Zeitweise dachten wir, ja, wir auch eine Zeit lang nicht. Schöne Grüße von Eras, er hat wohl, was sie suchen. Ha! Sehr schön. Er stellt 4 Zinnbecher auf den Tisch, nein, 5, schüttet 5 rum ein. Wann hat er denn das gesagt? Nimmt sich ein und stellt euch die Becher hin. Vor 3 oder 4 Folgen. Ja. Ihr habt bisher nur noch nie mit Crullum gesprochen. Mein Buch vergisst nichts. Wow. Steht vielleicht bei mir auch irgendwo drin. Danke. Ja, wir haben schlechte Neuigkeiten. Vielleicht hast du es mitbekommen? Es kommt drauf an. Smitty? Was mit Smitty? Hast du nicht mitbekommen. Offensichtlich wurde... nicht, sonst würde ich ja nicht fragen. Ja, ist ja gut. Der wurde aus der Maische gezogen, zusammen mit seinen Gehilfen. Also, tot. Ah. Ihr müsst einen neuen Bierbrauer sein. Ach, scheiße. Ja. Auf Smitty. Arme Sau, der Typ. Ja, war nicht schön. Aber Gott, jetzt ist er bei seiner Frau, da wollte er eh hin, was soll's. Oh. Ja, hat doch alles was Positives, ne? Ja. Und sonst so, was passiert bei euch? Oh, ja, wir haben nichts rausgefunden über den Mimik, weil Smitty tot war und... Ja. Also ihr seid jetzt die ganze Zeit unterwegs gewesen. Habt überhaupt gar nichts rausgefunden. Naja, wer weiß, ich dachte, es ja auch groß. Nee, wir waren auch noch in dem Tierhandel. Was für ein Tierhandel? Schlamm. Paulus. Aber bei der Paulus. Hm? Warum war der denn bei der? Ja. Wenn man versucht hat, sie anzuschwärzen. Hä? Die Paulus-Tante. Ich habe gerade das Gefühl, dass ihr worden. Zwischen.
Ah, guck mal, zwischen Smitty aus der Maische gezogen und Paulus, was anhängt, da fehlte so ein Ding in der Mitte. Ja, vielleicht haben wir die Schlange vergessen, die da war. Es ist viel passiert. Wir haben noch eine Schlange gefunden. Ja. Ist nicht mehr da. Ja. Also der Beutel ist noch da, aber ja, die Schlange, nicht, Schlange mehr. Nicht. Also da war die drin. Da war die drin. Ja, Mensch. Naja, Mensch. Seitdem ist es ein Schlangenbeutel. Also, Smitty vergiftet. Von einer Schlange gebissen. Smitty den Scheiß hier hingeschleppt. Nee, der war schon tot. Ah. Ja. Hat schon nicht mehr gut gerochen. Also wir wissen jetzt noch nicht, wer das gewesen ist. Unbekannt. Oh. Also. Oder? Ich tue mich so verschwörerisch rüberbeugen. Vielleicht war es die Linkhand. Was haben die denn damit zu tun? Das wissen wir nicht genau, aber vielleicht haben sie auch was mit dem Asbest zu tun. Ja, das weiß ich. Ja. Auf jeden Fall haben die versucht, uns anzugreifen. Also haben sie. Ach, guck an. Wir also ich tippe auf die linke Hand. Das war so eine scheiß Schlangenaktion oder was? Wahrscheinlich. Und weil sie es nicht direkt machen wollten, haben sie die linke Hand, weißt du, so. Normal sind die nicht so dämlich, dass sie dann jemanden mit einer Schlange vergiften. Oder es soll so aussehen. Seien wir ehrlich, wir wissen das gar nicht. Wir haben keine Beweise für weder das eine noch das andere. Ich glaube, mit der Schlange wollten sie eigentlich eher den Verdacht auf die Paulus lenken. Ach scheiße, weil die Geschäfte mit uns macht. Weil die Schlangen verkauft? Nein, die verkauft. Ach egal, wir machen Geschäfte miteinander. So Verzweiflung. Wir wollten dann jetzt aber noch dazu sagen, warum, also wie denn Paulus überhaupt auf den Schirm gelandet ist, ne? Wegen der einen. Das ist eine interessante Information, ja. Mann, ich bin so schlecht im Namen. Wir duzen. Hier die mit der Brosche. Fen. Malika. Oder die mit der Bullenpeitsche. Was? Nee, nach dir, die ist ja egal. Was hat jetzt Malika Fenn damit zu tun? Die war auch bei Smitty. Man hat ihr Gesicht benutzt. Wir wissen noch nicht, ob sie überhaupt wirklich dort war. Ich hätte große Freude daran, wenn man wirklich also ihr Gesicht benutzt hätte. Das ist etwas, das mir persönlich sehr, sehr viel Freude machen würde. Ich fürchte, Malika hat ihr Gesicht noch. Ja, das fürchte ich auch, dass sie was anderes damit meint, als das, was ich gerade meinte. Aber wir glauben, dass das die Linkhand war, weil die konnte irgendwie machen, dass sie nicht mehr so aussieht, wie sie normalerweise aussieht. Also die konnte, oder? Ich dachte, das wäre nur ein Gerücht. Nee, leider nicht. Das wäre scheiße. Nee, das ist nicht scheiße, das ist so. Also ja, scheiße. Und wir wissen, weil die Kopie schlecht war. Wir wissen nicht mal, ob wir gerade wirklich mit Krollem reden. Ja. Wow. Ja, so weit sind wir. Ja, so weit sind wir. Das ist, wow. Ja. Schon echt scheiße. Nur, nicht nur das Gesicht verändern, sondern auch den ganzen Körper, weil das ist... Ja, ja. Das kann sie auf jeden Fall... Ja. Viel Krollem. Ja, aber da war auch echt wenig Gnom. Und ja. Wir wissen, dass das nicht echt war. Was für ein Gnom denn jetzt schon wieder? Als Gnom war sie auch unterwegs. Wollt ihr jetzt alles auspacken, wenn wir immer noch nicht wissen, ob wir wirklich mit dem reden, mit dem wir reden wollen? Malika Fenn war als Gnom unterwegs? Nein, die Linke war als Gnom und als Malika unterwegs. Jetzt alles klar. Jemand hat sich als Gnom, der sonst Ringe verkauft, ausgegeben, um der Paulus irgendwelche Schlange abzukaufen. Und weißt du noch, als Paulus selber war sie auch unterwegs? Denn so kamen wir ja auf Paulus. Er schüttet sich noch mal was ein und trinkt so, noch. So sind wir doch drauf gekommen auf Smitty und so, weil Smitty hatte doch mit der Paulus geredet. Weißt ich setze mich neben Mantrak hier, verschränke die Arme und gucke mir das Schauspiel an. Ja, was war's doch? Definitiv ist das Krullem. Prost, Ariel. Prost. Also. Trinken die zwei schon, das ist gut. Das ist gut, das Vorbereiten für nachher. Also. Jemand, wahrscheinlich die Linkhand,
Aber wenn das Gerücht stimmt, der Chef der Linkhand. Chef oder Chefin, ne? Weiß man ja nicht, wenn die sich ständig verändern. Verkleidet sich als jemand anders. Richtig, permanent. Um irgendwie Scheiße zu bauen. Uns ja, dieses Fazier hinzustellen, Smitty umzubringen. Genau. Den Gnome reinzulegen, die Schlangenverkäuferin reinzulegen und euch. Aber alles Dinge, die schlecht sind für die freien Kapitäne. Jo. Ach, fuck. Und diese scheiß Linkhand ist ganz schön hinterhältig. Ja. Weißt du, das ist ja völlig in Ordnung, sich da mal, also, aber sich hinter anderen Gesichtern zu verstecken und wenn man dann gestellt wird mit Giftpfeilen, um dich zu schießen, ist wirklich die allerletzte Geschichte. Also ich meine, dann schon eine ehrliche Prügelei, oder? Ein ehrlicher Kampf. Das gehört sich doch so. Ja, ich würde da jemanden hinterrücks erschießen, aber... Oh, bitte! Warum denn nicht? Ja, weil es eine schlechte Geschichte ist. Die Geschichte erzählt der, der geschossen hat. Ja, nur wenn es keine andere gesehen hat. Ich kann keine Geschichte mehr erzählen. Der ist tot. Ah. Gehört die Linkhand? Weißt du irgendwas darüber, ob die Linkhand zu Aspis gehört? Das ist bestimmt nur der billige Ableger. Die Drecksarbeit machen. Arbeitet, ja, aber ja. Zu denen gehört. Hm. Weißt du, ob die noch mit irgendjemand anderem arbeiten? Oder noch besser, wo finden wir die Linkhand? Gerüchte? Auf dem Mitternachtsmarkt. So. Da treiben sie sich zumindest rum. Und man sagt immer, wenn man nach der Linkhand fragt und ein würdiger Kunde ist, dann würde die Linkhand zu einem kommen. Oh, ich guck die anderen drei an. Ich hab da was zu verkaufen. Du weißt schon, dass man die Waffe wiedererkennen wird. Ja, also ja, eben. Die will ich ja verkaufen. Ich möchte sie zurückgeben. Gegen einen Obolus. Er kippt sich noch einen Rum ein. Er kann schon lange nicht mehr folgen. Gut, also Fakt ist, das ist doch das, was dich interessiert. Wahrscheinlich kam der Mimik da von der Linkhand. Querstrich Aspis. Irgendwas. Wahrscheinlich bist du ihnen auf den Sack gegangen, als gut verstehen kann. Ja, ganz bestimmt sogar. Ja, ah, witzig, ah, ja. Da kann sich drauf gefasst machen, was als nächstes kommt. Also wir versuchen uns jetzt auf jeden Fall erstmal um den Linkern zu kümmern. Ja, mach das mal. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Meinst du, du bist ihnen auf den Sack gegangen wegen deiner Zusammenarbeit mit Paulus und der Grinsefee oder was anderem? Nicht ich alleine gehe dem Aspis auf die Eier. Ja, ja. Wir. Die freien Es hätte Kapitäne. Ja sein können. Gehen alle dem Aspis auf die Eier. Es hätte ja sein können, dass du ihnen in letzter Zeit insbesondere auf die Eier gegangen bist. Ja. Vielleicht. Möglich. Geil. Also es gibt Gerüchte, dass so ein Handelsschiff von Aspis abgelegt hat, um nach Norden zu fahren. Und vielleicht habe ich ein paar Wochen später die Waren von dem Schiff hier auf dem Markt angeboten. Oh, geil. Vielleicht. Ah, dann hast du dir aber den Mimik voll verdient. Und vielleicht war da ein wichtiges Geschenk von Malika Fenn an ihre Vorgesetzte dabei. Das ist möglich. Und dafür hast du nur einen Mimik gekriegt? Sie muss es mir erstmal nachweisen. Dass... Ah ja, egal. Ja, ich will aufpassen, dass die Bude nicht abflacht. Wie geht es eigentlich? Naja. Auf jeden Fall ist das eine gute Geschichte. Crawlum, wie geht es eigentlich deinem Koch Pete? Gut. Okay.
Wieso? Wolltest du wissen? Na, wir waren ja jetzt länger nicht da und beim letzten Mal war ja gerade das mit dem Mimik gewesen. Da wollte ich jetzt mal hören, wie es Pete ging. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja. Jetzt, so geil. Lalani nimmt dran, aber genauso wie ich gerade. Wieso so Pete? Heißt er nicht, er heißt doch anders. Ich habe nichts gesagt. Der Charakter hat nichts gesagt. Ich. Wieso? Da ist doch Ben. Bist du besoffen? Wieso Pete? Wieso, Colin? Wieso fragst du? Also echt, ihr macht mich durcheinander. Also er erzählt hier so eine wirre Geschichte. Dann nennt ihr Ben plötzlich Pete. Manchmal geht auch mit dem Namen. Verstehe ich nicht echt, kannst du dich nicht echt nicht erinnern? Ich meine, den haben wir doch. Ja, das ist ja okay. Ja, ich komme manchmal durcheinander. Dich näher an? Guck dann die anderen drei an? Habt ihr Mandrak hier mal aus den Augen gelassen in letzter Zeit? Wieso? Ich frag ja nur. Ich stelle mich ganz nah vor Mandrak hier und guck den so. Sehe ich was? Es ist Mandrak hier. Der sieht aus wie immer. Dämonisch, habe ich gelernt. Ja, du bist ein Dämonentiefling. Ja, die halbe Gruppe ist dämonisch, habe ich gelernt. Nalani, du warst betrunken und hast nicht mal die Hälfte von dem verstanden, was gesprochen worden ist. Könntest du das bitte lassen? Ach, Karin, hört nicht auf Nalani. Aber es war doch so. Nein, du warst nur stockvoll. Das war so, das stimmt, ja. Das war so, aber trotzdem ist es die Wahrheit. Alter, ihr macht mich fertig. Okay. Ihr macht mich echt fertig. Ja, wie auch immer. Ich muss jetzt, weißt du, wo Eras ist? Guckt Ilariel an. Nein, weiß ich nicht. Ist er noch in der Stadt? Nicht auf dem Schiff ist. Ja, er ist in der Stadt unterwegs. Auf jeden Fall nicht auf der Grinsefee. Da waren wir ja heute Morgen. Ach. Ja. Aber Kralum, es könnte gut sein, dass das Aspis irgendetwas aushängt gegen die Freien. Da gehe ich von aus, das tun sie schon länger. Gut. Es. Ich wollte es nur nochmal. War übrigens jemand hier, der nach euch gefragt hat. Spannend. Wer? Wer denn? Ein Tagelöhner vom Markt. Tagelöhner vom Markt. Du weißt schon, dass wahrscheinlich die Linkhand da war, die außer hat er käsig gerochen? Käsig? Nee. Ach, du meinst den Käsetyp? Ja. Eher sehr, also... Also ihr habt nicht so doll an ihm geschnüffelt, weil er sah schon so aus, als hätte er sich ein paar Tage lang. Also, wir haben zwar viel Wasser rund um die Stadt, er hat Abstand gehalten. Okay. So, was hast du ihm gesagt? Aber er sagt, jemand würde Silberstücke versprechen, wenn man mitteilt, wo ihr seid. Kopfgeld! Das ist so geil! Ja, wie lange sind wir schon in... wie lange sind wir erst hier? Zwei, drei Tage, mega! Ihr seid irgendjemandem richtig auf die Füße getreten. Oh ja! Hervorragend. Er hat gesagt, das wäre so eine Elfe gewesen. Die echte oder die unechte Malika? Vielleicht. Ein stinkender Tagelöhner hast oder du. Oder Tetras. Ja. Wie funktioniert das hier in der Stadt? Was, Tagelöhner sein? Man steht halt irgendwo rum. Nein. Was denn? Nehmen wir mal an, man will nicht viel Geld ausgeben, aber Leute sehen, ja? Und man will nicht jeden Tagelöhner einzeln ansprechen. Wie verbreitet man hier so eine Nachricht, dass für ein paar Silberstücke
Der Markt ist immer ein guter Ort. Da treiben sich viele Leute dringend rum. Auf den Markt. Und auch Bettler. Und dann bietet man ein paar von denen das an und dann verbreitet sich das unter denen ganz gut. Wenn wir richtig lange über den Markt rennen, dann hat die andere Person nachher gar kein Geld mehr. Weil uns dann so viele Leute gesehen haben und der den allen Silber geben muss. Meistens gibt man nur einem Silber. Ja, so funktioniert das, danke. Also, das funktioniert nicht, dass man hingeht und sagt, habe ich gesehen, wo? Auf dem Markt. Aber wir können... So läuft das nicht. So. Aber hört mal, wir könnten denen, und das wäre eine geile Geschichte am Ende, wir könnten denen irgendjemandem Gold dafür geben oder versprechen, dafür, dass er zu denen geht und ihnen irgendwas über uns erzählt. Irgendeinen Blödsinn. Oder wir reizen sie bis aufs Blut, das macht dann mehr Spaß. Ja, ja. Oder wir fragen, wer das Silber bezahlt und gehen dann dahin und sagen... Und verdienen uns das Silber. Mit uns selber. Aber Silber ist ein bisschen wenig, finde ich. Naja, also habt offensichtlich noch nicht so doll auf die Füße getreten. Sagst du uns Bescheid, wenn es Gold für uns gibt, dann wird es interessant. Ich sag Bescheid, wenn es Gold wird. Gut, danke. Wenn wir Goldstatus erreichen, sag Bescheid. Ihr wisst schon, also gefährlich wird es für euch erst, wenn so viel Gold geboten wird. Dass es lohnt. Dass es sich für mich lohnt. Ach, für dich? Ach, ja, komm, bitte. Also wollen wir heute noch auf den Markt? Keine Ahnung, ich nicht. Aber um Mitternacht, dann scheint da mehr los zu sein. Ist das der gleiche Markt? Es ist immer der gleiche Markt, auch wenn er sich ständig verändert. Ja, aber es ist der gleiche, es ist der Mitternachtsmarkt, derselbe Markt wie der normale Markt da unten oder ist das ein anderer Ort? Nö, ist der gleiche Markt. Es ist der gleiche Ort. Aber halt. Die mieten zu doch einer nur anderen Viertel-Tag den Zeit. Stand. So, weißt du? Ja, ja. Also halt um Mitternacht. Genau. Deswegen heißt er so. Also aus dem Eishändler wird der Sockenhändler wird die Linkhand. Also muss ich ja überlegen, es gibt halt Leute, die ihre Ware lieber nachts kaufen und verkaufen. Und da findet man dann die wichtigen Händler auf dem Mitternachtsmarkt. Gut. Macht das in so einer Stadt wie der hier wirklich einen Unterschied, ob man das tagsüber nachts verkauft? Naja, also zum Beispiel kommen meistens morgens früh, sind in erster Linie Fischhändler da. Weil der Fisch fangen. Also die kommen halt morgens früh mit dem Fisch. Okay. So, und dann sind die meisten Stände da von Fischhändlern besetzt. Wenn du andere Sachen verkaufst, kommst du zu anderen Uhrzeiten. Das organisiert sich halt. Also die Stände sind eigentlich immer da, aber die Ware tauscht ständig und man mietet die nur stundenweise. So sieht's aus. So sieht's aus. Dritteltag sozusagen. Weißt du, mittags kommen dann die anderen Nahrungsmittel und abends kommen die Waffen und so. Dann, wenn es dunkel wird und du nicht mehr so gut gesehen wirst. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht an. Aber ja. Es ist eher so, dass tagsüber andere den Stand brauchen. Also es gibt auch Waffenhändler tagsüber, warum auch nicht? Ja, ich weiß. So, ich brauche mal was Gutes zu trinken. Er schüttet dir einen Rum ein. Nein, das meine ich nicht. Ich beug mich so zu ihm vor und so. Irgendwas Hochprozentiges, damit die zwei da schnell, ne? Er guckt auf die Rumpflasche. Ah, die ist schon okay, ich nehme die. Er stellt die Rumpflasche. Er sagt, ach so. Und er nimmt diese Rumpflasche, wo so 3x drauf sind, so eine Tonflasche, stellt die ins Regal und greift in ein anderes Fach und da stehen 4x drauf. Ah, jetzt verstehen wir uns. Setz dich auf die Rechnung, ne? Ja. Vielleicht leben wir am Ende noch, um sie zu begleichen. Also setz es drauf. Ich schnapp mir die 4x-Flasche. Komm doch mal mit. Ich hab eine Idee. Und stell vom Wandrak hier und vor Ilariel hier ein Glas und mach voll. Wenn ihr hochgeht, hört ihr ihn unten noch so. Sind wir sicher, dass er es war? Nein. Scheiße. Dafür
seid ihr zu früh reingekrätscht? Wir sind die Katzen. Warum denn zu früh? Die Maus. Bitte? Wie, warum denn zu früh? Was ist... Hä? Ich glaube, er war etwas verwirrt, aber immerhin wusste er, dass sein Koch nicht Piet heißt. Ah, jetzt verstehe ich, warum du Piet gesagt hast. Ja, und du bist leider sehr früh rein. Du bist sehr früh reingegrätscht. Darum bin ich mir nicht 100% sicher. Ich hab mich schon gewundert, warum Mantrak hier Piet sagt, wo er doch gleich Mantrak hier hat halt ein bisschen Grips. Weißt du, das ist nicht nett. Ja, du kannst nicht so viel von den beiden erwarten. Wow. Schaut euch da lang. Jetzt mal hin, jetzt reicht es mir wirklich langsam. Es ist alles in Ordnung, der Dani. Trinken. Ich bin so verwirrt. Warum müssen die beiden die ganze Zeit trinken und ich nicht, wenn du diesen Plan erzählst? Weil du mitmachst. Weil wir wahrscheinlich klug sind und Einwände haben. Hey. Hier, danke, trinken, Schluck. Ich gebe ihm was von mir ab. Was? Nein, so läuft das hier nicht. Der braucht nichts. Du sollst das trinken. Duncan, lass das. Ich schieb das wieder zu ihm rüber. Das ist ziemlich gemein, weißt du das? Hä? Duncan, das... traurig. Ich mach Duncan was von meinem auch rein. Sauerlich. Gib in der Flasche nach. Ich möchte, also bevor ich jetzt da einen Vorschlag mache. Ich möchte ja nicht immer so, dann heißt es wieder in der Lani und hin und her. Ich kenne das Spiel ja jetzt und schätze nicht mehr alle und wer dumm, kenne ich. Was habt ihr denn als nächstes vor? Nun, Tetra sucht offensichtlich nach uns. Bitte? Mhm. Trink noch einen. Ich schieb. Ja. Suchen wir nicht die Linkhand? Ist gut. Auf dem Markt. Danke, ich rede gerade nicht mit dir, sondern mit den anderen beiden. So. Wir suchen einige Leute, ja, momentan. Ja. Ah, danke. Ich würde mal Gedanken machen, danke. Ich mache mir meine Gedanken. So, offensichtlich, die anderen zwei fangen schon an zu lachen. Ich sehe das als gutes Zeichen. Ich gebe noch einen nach und schiebe wieder zwei vor sie. So, wir waren bei Tetra stehen geblieben. Trinken. Nicht trinken. Wie spät ist es? Sollte ich so viel Alkohol trinken? Ist noch nicht so spät. Mittag. Ja. Nalani, kenne ich den Plan schon? Ja, den habe ich dir gestern Abend verraten. Shit. Ja, ist ein guter Plan. Ich reich so rüber an deine Wange. Ist okay, Spatz, sieh einfach gut aus. Aber ich merke, die haben richtig Spaß. Ich fühle nochmal nach. Ich schütte mir selbst nochmal nach. Ich habe gewonnen. Das ist der Letzte. Wer dürfen wir nicht machen, weil danach gehen die Lichter aus. Ich habe verstanden, ich bin am Ende angekommen. Gut. Ich also stoße mit Mantrak hier nochmal an. Der ist hart. Ne? Ja, genau. Das ist 1 über Triple X. Ja. Das ist 1 über Triple X. Wow. Triple X Schluss. Quadruple X. Ja. Also euch ist gut warm. Also vom Bauch breitet sich so Wärme über den ganzen Körper bis in die Fingerspitzen. Ja. Okay, ich bin bereit jetzt. Und zwar eine Albernheit. Na, wir suchen Tetra. Ja. Also Tetra sucht uns. Uns wird's helfen. Außerdem könnten wir gleich auch Roger damit bezahlen. Also ich finde, Tetra ist hochpreisig im Kurs, oder? Sehr, ja, tatsächlich. Ja, wo würden wir denn am besten Tetra finden? Also wenn wir jetzt Tetra suchen würden. Ja, wo würden wir die finden? Ja, wahrscheinlich im Astrid-Konsortium. Im Hauptquartier. Ich nehme mir noch was. Ich weiß, ihr habt euch das letzte Mal völlig aufgeführt, nur als ich gesagt habe, ich will mal gucken. Aber ich meine ernsthaft, wir könnten Geld rausholen. Weil du gesagt hast, wir könnten irgendwann pleite sein. Wir könnten Geld rausholen, Informationen und wenn es richtig geil kommt, vor allem Informationen über Tetra. Und wenn wir richtig Glück haben, vielleicht die ganze Tetra.
Was wird die wert sein? Weißt du, was wir dann für ein Problem haben? Für einen Ruf hier? Weißt du, was wir noch für ein Problem haben? Jetzt wollen aber zwei Leute den Arsch von Tetra. Ja. Also Roger will den Arsch von Tetra. Ja, aber der will ihn ja nicht selber holen. Und Eras will den Arsch von Tetra. Ja, aber bei Trin ist das ja nur so ein persönliches Ding. Ich meine, ich kann verstehen, ich wäre da echt stinkig. Ich wär, ja, nein, es ist nicht nur so ein persönliches Ding. Wir haben Geld von Eras genommen und versprochen, dass wir versuchen rauszufinden, wo sie steckt und sie eventuell auch zu schnappen. Echt? Ja. Schon, aber, ja. Aber das ist länger her, als das, was Roger gesagt hat. Ja, also, eine ganze Nacht. Und wenn wir, dann bringen wir sie erst bei Roger vorbei, der darf sie befragen und dann bringen wir sie zu Eras und Trin. Dann naja, sieht sagen so wir aus, mal als so. Würde ihm gleich der Kopf platzen. Hast du den Plan jetzt schon gesagt? Ja, Mensch, danke, das haben wir doch gestern Abend besprochen. Wir steigen ins Aspis ein und jetzt... Naja, sagen wir mal, wir hatten Roger versprochen zu sagen, wo sie ist. Er hat ja gesagt, er kümmert sich um den Rest selbst. Wir könnten, ich meine, jetzt mal ernsthaft, ich glaube, Roger und die freien Kapitäne, ich meine, ich glaube, das geht klar. Wir könnten sie auch einfach zu Trin und Eras bringen und die dann sagen, die ist da. Das wäre auch tatsächlich mein, es ist wörtlich korrekt. Oder? Dazu müssten wir trotzdem erstmal in das Hauptquartier des Aspis einsteigen. Ja. Ich nehme noch mal was zu trinken. Also, wir wollen nicht irgendwie so tun, als wären wir, also Doppelagenten ist nicht Teil des Aspis, sondern wir wollen ins Hauptquartier des Aspis rein. Richtig. Ja? Hast du einen guten Vorschlag zu machen dazu? Moment, das war jetzt deine Idee. Also, da wirst du dir anscheinend ja Gedanken gemacht haben. Ich durfte ja nicht mal vorbeischauen, weil ihr euch ja riesig aufgeregt habt, als ich gesagt habe, ich würde gerne mal abends vorbeigehen. Ich wollte nur gucken, dann seid ihr schon total ausgeflippt. Jetzt dachte ich, naja. Also, jetzt, wo ich weiß, dass Duncan sich in eine Ratte verwandeln kann, das ist jetzt nicht komplett unwahrscheinlich, dass wir reinkommen. Aber ich kann das zum Beispiel nicht. Ja, ja, okay, warte ab. Aber Mantrake, wie cool war ich, als ich da die Hauswand hoch bin? Es war schon, du warst schon recht geschickt unterwegs. Und mit euch zwei lassen wir uns was einfallen. Ich guck die zwei ratlos an, also ich sitze da so, ich lasse mir was einfallen und guck die so an. Das ganze Hauptproblem ist, dass sie mein Gesicht bereits kennen, sonst hätte ich gesagt, ich... Lass mir was einfallen, aber so. Schminke? Haare abschneiden? Bitte? Nein? Duncan, ja, du wolltest was sagen. Ist das ein guter Plan, dass wir alle gleichzeitig an der gleichen Stelle reingehen? Oder sollten wir vielleicht lieber sagen, Nalani, du und ich gehen da über die Mauer und die beiden lenken irgendwo ab oder keine Ahnung was? Tatsächlich, Duncan, ich hätte es nicht erwartet, aber so eine ähnliche Idee kam mir auch gerade. Wieso hast du nicht damit gerechnet, dass du die Idee hast? Nein, nein, dass du die gleiche Idee hast. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich schiebe danke noch so ein Gläschen Alkohol zu. Alle gemein heute. Sag mal. Vielleicht könnten Ilari und ich etwas zur Ablenkung machen, dass es euch beiden einfacher macht, ins Hauptquartier zu kommen. Doch. Also wir sind auf der Ebene, dass das für euch kein Problem ist. Also ihr stellt euch jetzt nicht ganz schrecklich an und fangt gleich noch an rumzuschreien oder so. Ich denke, ja. Aber ich halte es auch nicht für eine komplett dumme Idee. Ich finde nur, wir sollten vielleicht ein paar Vorbereitungen treffen. Es wäre zum Beispiel sinnvoll zu wissen, wonach ihr überhaupt sucht, weil es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass ihr die Zeit habt, das gesamte Gebäude zu durchsuchen und in jeden Raum zu gucken. Hallo Tetra? Hallo Tetra? Hallo Tetra? Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Kennen wir jemanden, der schon mal in dem Gebäude war oder einen Plan des Gebäudes eventuell hat oder besorgen könnte? Also,
Ich bin überrascht, aber Alkohol macht euch echt lockerer. Also mein Vorschlag wäre, wir gucken uns das Ding zumindest mal heute Nacht von außen an. Sollten wir vielleicht aber das nächste Mal solche Pläne vielleicht mit weniger Alkohol machen? Ja, wir müssen schon wissen. Du hast doch nichts getrunken, ist doch alles gut. Das Problem ist, wir wüssten theoretisch, wobei er ist nicht mehr da. Rendo hätte das gewusst, aber er wollte ja auch nicht reden. Von daher ist eigentlich auch egal. Kriegt man solche Infos vielleicht auf diesem Mitternachtsmarkt? Da wäre ich vorsichtig. Wenn wir uns über sowas informieren, das kommt ans falsche Ohr, dann kommen wir da garantiert nicht mehr rein. Da wir nicht so genau wissen, wer hier wer ist. Roger könnte theoretisch, aber ich habe den. Wir können fragen. Ich glaube allerdings eher nicht zwingend. Ich hatte den Eindruck, dass er das letzte Mal, auch als er uns gesagt hat, dass Tetra vermutlich im Aspis ist, hatte ich den Eindruck, dass er bis zur Tür gekommen ist und nicht viel weiter. Aber ja, natürlich, das ist nur eine Vermutung von mir. Fragen können wir auf jeden Fall. Wie groß ist denn das Gebäude überhaupt? Also wie viel Zeit bräuchten wir, um da zu suchen? Wir konnten ja einfach mal spazieren gehen. Ich brauche immer noch eine Medizintasche. Oh ja. Wo kriegen wir den her? Kauft man hier sowas? Auf dem Markt. Auf dem Markt. Okay. Man kriegt alles auf dem Markt. Und ich habe immer noch kein Make-up. Das also kriegen wir auch auf dem Markt. Aus der Schere und einer ein bisschen anzuschneiden. Und wir machen einen Wandertag am Gebäude vorbei, richtig? Also wir gucken einmal, wie groß das überhaupt ist, damit wir einschätzen können, wie viel Zeit wir brauchen. Und wir gehen auf den Markt. Ilariel, wir holen dir Schminke, du brauchst. Du siehst auch ganz fantastisch ohne aus. Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Wow. Trink noch was. Es klopft an der Tür. Psst. Ja, bitte. Wer ist da? Ich weiß gar nicht, warum ich klopfe, das hier ist mein Haus. Und dann macht er die Tür auf und Krullum kommt rein. Ach, ich werde alt. Das war nur höflich. Wir könnten ja wichtige geheime Dinge besprechen. Ja, natürlich. Ich habe eine Idee. Oh. Ich bräuchte Leute. Und ich glaube, ihr seid solche Leute, weil ihr einfach verzweifelt genug ausseht. Die für mich was tun. Mhm. Bei dem ganzen Scheiß, man bringt mir hier einen Mimik hin und Leute verändern ihr Aussehen und sowas. Ich will wissen, was da los ist. Ich brauche Leute, die für mich ins Aspis gehen. Was? Bleibst du? Hab ich was Komisches gesagt oder was? Ich wirke mal Magie-Entdecken auf ihn. Das hört sich aber sehr gefährlich an. Ich wirke mal Magie-Entdecken auf ihn. Ja, mach das. Der ist magisch wie ein Stück Holz. Wie geht's denn eigentlich, Pete? Was? Ich sehe, die Flasche ist fast alles. Das erklärt einiges. Okay. Wir sind uns aber einig, ins Aspis einzusteigen. Das ist eine echt krasse Nummer. Jo. Das wird richtig teuer. Also das hört sich super gefährlich an. Ich meine, wenn die uns erwischen, sind wir mausetot. Können wir vielleicht erst darüber sprechen, was du willst, was wir aus dem Aspis holen? Zum einen will ich wissen, wer diese scheiß Linkhand ist. Ernsthaft, die Nummer mit, dass ich... gerade eben kam Gast rein. Und ich habe den angeguckt. Der kam mir irgendwie komisch vor. Weißt du? Irgendwie seltsam. Also habe ich den aufs Maul gehauen und rausgeworfen. Aber das kann ich ja jetzt nicht mit jedem Gast machen. Aber solange hier jemand durch die Gegend läuft, der jeder sein könnte... Eigentlich ist das total bescheuert, weil ich kannte den Typen gar nicht, der reingekommen ist. Ich habe keine Ahnung, warum ich dachte, dass er nicht
er selbst ist. Ich hätte es auch nicht überprüfen können, weil ich gar nicht wusste, wer er ist. Egal. Jetzt hat er halt einen Zahn weniger. Passiert. Passiert. Kommt er auch in eine Bar? Vielleicht war das. Kommt er auch in eine Bar. Wo er noch nie war. Kann passieren. Wie auch immer. Ich muss dieses Problem loswerden. Dieses Linkhand-Problem. Mhm. Und ich glaube, ihr müsst es auch loswerden. Na, und ja. Ich glaube, schon. Ich glaube, dass man da im Aspis Informationen findet. Was ist dir das denn wert, wenn wir dieses Risiko auf uns nehmen würden? Das ist schon sehr gefährlich. Ja, da bin ich mir schon bewusst drüber. Ei. Sie dreht sich weg, damit man nicht so sieht, dass sie immer wieder lachen muss. Sie ist so traurig, sie hat keine Schminke. Sprich sie nicht drauf an. Wird das denn auf jeden Fall helfen, dass du schon mal ein gutes Wort für uns bei den richtigen Leuten einlegst, weil wir ja versuchen, hier immer noch einen Ruf aufzubauen? Ja, natürlich. Also ich sag mal so, es gibt noch ein paar andere freie Kapitäne hier in der Stadt. Wir treffen uns regelmäßig. Wo denn? Das geht Ihnen Scheißdreck an. Naja, also, wie gesagt, das ist, ja. Ja, bei denen könnt ihr euch dann schon mal bekannt machen, nicht wahr? Das wäre nicht schlecht. Hat einer von denen einen Arab, der Schimpfwörter erzählt? Oh ja. Ein Drecksviech. Ha? Wer denn? Was das willst du von den Scheißdreckern? Wieso ist der Vogel geheim? Nein, der Vogel ist nicht geheim, aber ich werde dir nicht sagen, welcher freie Kapitän. Ihr geht jetzt ins Aspis rein. Das heißt. Ja, macht ihr jetzt, Ilarie steht auf Vögel. Ilarie? Gut zu wissen. Oh wow, das war zu viel. Oh, wow. Aber ich werde euch nicht wichtige Informationen über die freie Kapitäne geben, bevor ihr ins Aspis-Quartier reingeht. Weil ja das durchaus die Möglichkeit besteht, dass einer von euch oder alle da bleiben. Okay. Aber ich meine, das ist schon krass, ja. Oder? Da sind wir uns einig. Also zusätzlich zum guten Ruf. Ja. Zwei Bedingungen. Alles klar, was sind deine Bedingungen? Erstens. Wenn wir die gute Sachen rausholen, ja. Sagst du, welchem freien Kapitän dieser unflätige Ara da gehört? Oh. Damit die Lariel die kennenlernen und? Kann. Damit, genau. Und zweitens, wann immer wir im Blutbuch sind, und das gilt für immer, solange du und wir leben. Jetzt wird's groß. Haben wir hier freie Unterkunft. Wow. Den Rum zahlen wir extra, das wäre unfair. Gut. Können wir machen. Deal. Ich spucke in die Hand und halte ihm hin. Ich daran nicht gewöhnt. Mandrake, wolltest du auch noch was vorschlagen? Ich wollte nur fragen, Colum, ja. Kennt ihr jemanden, der sich denn in dem Quartier der... Warum sagt er immer ihr? Ach. Er guckt sich um. Ich bin ganz alleine hier. Seine höfliche Anrede. Kennst du jemanden, der sich im Quartier der Aspis auskennt? Ja, durchaus. Einer, auch der drüber reden würde? Der auch darüber reden würde, so rum. Oder der uns eventuell eine Karte, einen Plan des Gebäudes geben könnte? Ich kenne jemanden, der sogar mal relativ lange da war, kein großer Freund des Aspis ist, weil er, sagen wir, sehr schlechte Erfahrungen mit denen gemacht hat. Hat er einen Fall? Und irgendwann durch einen Weg, den das Aspis offensichtlich nicht kannte, wieder aus dem Haus rausgekommen. Also er saß im falschen Stockwerk ein? Nicht im Gästequartier, sondern Stockwerk tiefer? Ja. Also im Gästequartier. Im speziellen Gästequartier saß er ein. So sieht's aus. Und da kam er raus? Ja. Da, wo er raus kann, kann man auch reingehen. Wer ist es denn? So sieht's aus.
ihr wartet noch einen Moment, es dauert ein Stündchen. Dann kommt er zu euch. Oh, ein Stündchen nur. Ich gucke Ilariel und den... Wir können auch danach einkaufen gehen. Die zwei brauchen mehr als einen Rollmops, damit die in der Stunde wieder normal sind. Ja, aber ich kann zu essen, kann ich euch was hochbringen. Ja, viel Rollmops. Von mir aus auch Rollmops. Alles gut. Ja, dann bringt man euch tatsächlich einen Schankjunge, also eine Bedienung, die da ist, bringt euch was zu essen. Und nach einer Stunde... Ich überwache, also ich stelle erst die Flasche rum, wird jetzt zugestöpselt und weggestellt für später. Und ich überwache, dass sie genug Rollmops essen. Ja. So, ganz schlimm hier. Und Wasser trinken. Nach einer Stunde klopft es wieder bei euch an der Tür. Ja? Ich soll mich bei euch melden? Ich mach die Tür auf. Ja, das ist ganz gut, weil offensichtlich, also er, was auch immer er gemacht hat, er hat mit dem Ellbogen geklopft, weil du siehst, dass er tatsächlich überhaupt gar keine Finger mehr hat. Also er hat noch Hände, aber gar keine Finger mehr. Und er hat so eine aus Holz geschnitzte Nase, die er im Gesicht trägt und nur noch ein Auge. Und quasi keine Zähne mehr. Ich drehe mich zu den anderen drei um, wir haben zu schlecht verhandelt. Ganz offensichtlich. Komm rein. Ich bitte den Fremden hinein. Kommt dann rein. Und mach die Tür wieder zu. Wie heißt du? Matriusch. Ich traue es mir kaum zu fragen, aber... War das alles Aspis oder hast du mehrere Unfälle gehabt in deinem Leben? Ja, das war schon, aber es war okay. Also sie hatten ja durchaus recht. Ah. Oh, das habe ich schon gehört. Womit fangen sie an? Hä? Womit sie anfangen? Kleiner Finger. Das ist fair. Niemand braucht einen kleinen Finger. Außer, wenn es ganz tief drin im Ohr juckt. Oder, ich wollte gerade sagen, machst du den, wenn es nicht juckt? Aber was kann ich denn für euch tun? Qualem hat gesagt, ich muss dringend zu euch kommen. Ja, jetzt bin ich mir auch nicht mehr ganz so sicher. Ich gucke die anderen an. Wir haben gehört, dass du einen Weg... Ich stelle mich vor die Tür. Ja. In das Hauptquartier des Aspis-Konsortium kennst, beziehungsweise einen Weg raus. Nein, das stimmt nicht. Ja, genau, das stimmt. Ich kenne einen Weg raus. Naja, wo man rauskommt, kommt man ja auch rein. Ja, aber da reinzugehen, muss man ein Idiot sein. Wir haben hier so ein Gedankenexperiment. Wow. Ein Gedankenexperiment. Gedankenexperiment. Ja. Wir machen uns jeden Tag so viele Gedanken, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil ihr euch nicht alle für Gedanken macht. Klar. Ja. Das ist ein ganz einfaches Experiment. Stell dir einfach vor, wir wären alle Idioten. Und oder möchten einfach. Ja, siehst du? Ja, siehst du? Und wir möchten ins Aspis. Darf ich was? Er zeigt auf die Flasche. Die habe ich weggestöpselt und weggestellt. Achso, du hast sie auch ganz weggestellt. Ja, ja, die ist weg. Okay. Die ist für später. Rollmops kann er haben. Kannst du mir den klein machen? Ich gucke ihn echt. Also ist einfach zwischen verstört und Mitleid an. Ich gebe ich gebe Duncan ein, so ein, dass er die Tür übernehmen soll. Und wie groß ist der denn? Ah, der war ja relativ niedrig. Der Typ? Der Typ. So 1,60, der ist tatsächlich relativ klein, schmächtig. Ist er denn Mensch? Ja, tatsächlich. Dann würde ich ihn, meinen Arm um ihn legen, ihn so ein bisschen hin zu einem Stuhl boxieren, mich auf den Stuhl
gegenüber setzen, das Bein überschlagen und anfangen, ihn mit Rollmops zu füttern. Oh, das ist ein bisschen kleiner. Ich sitze da so. Bisschen kleiner noch schneiden. Kein Problem. Ich kann nicht so gut kauen. Ja, das verstehe ich. Ja. Also es wäre nett. Kein Problem, Schätzchen. Ihm fällt immer so ein bisschen was auch. weil er hat halt echt keine Zähne mehr. Ja. Oh, du hast da was. Ich füttere den nie wieder mit rum. Nie wieder. Nein, nein, das ist nicht der Rum. Doch. Nein. So, und jetzt. Und jetzt erzähl doch mal. Wie bist du da rausgekommen? Erzähl mal deine Geschichte. Oh, es war eine sehr lange Geschichte. Wir haben Zeit. Also, ich hatte da finanzielle Auseinandersetzungen mit dem Aspis. Und nun sagen wir, sie wussten, dass ich Gold noch habe. Aber sagen wir, ich wollte das nicht verraten. Mhm. So. Hast du lange ausgehalten, oder? Ja. Alle Finger lang immerhin. Ja, irgendwann dachte ich, jetzt sind vier weg. Was soll mir schon noch passieren? Alter. Ich hol die Flasche vierfach X rum und plump die auf. Der hat sich so verdient. Verdammte Scheiße, hat der sich's verdient, ey. Ich schütte ihn einmal ein. Ja. Oh, danke schön. Oh, bitte. Oh, das ist der Gute. Nimm zurück. Das ist der richtig Gute. Ja, trink ruhig. Ich füll nach. Ah. Ich füll nach. Rennt in der Nase, ne? Nur wenn man Lilly Nadel reinbekommt. Was? Lilly? Ansonsten ist ja völlig okay. Also. Ich bin ein netter Kerl. Ich kann mich ganz gut mit Leuten unterhalten. Und ja. Einer von denen, die. Also, ich. Die machen so einer stelle Fragen, der andere macht Sachen. Und ich habe mich ganz gut verstanden mit dem, der die Lachen gemacht hat. Ich kam irgendwie so ins Gespräch. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass wo der Raum ist, in dem ich bin. Und der war total nett und ich musste total dringend mal auf Klo. Und dann hat er mir gesagt, kann ich nicht machen und kann klären einen Eimer. Und dann habe ich gesagt, du hast mich so meine Finger genommen und meine Zähne. Lass mir doch meine Würde. Und im Ernst, wir wissen beide, was das Nächste ist, was du mir wegnimmst. Weil die Zunge brauche ich zum Reden. Finger habe ich keine mehr. Die Zähne sind auch weg. Lass mich doch wenigstens noch einmal in Ruhe alleine pinkeln gehen. Und da hatte der Verständnis. Oh Mann, oder? Der hat gesagt, jo, das verstehe ich ganz gut, ich mache das ja auch nicht gerne hier. Und ist ja auch nur mein Job. Und dann hat er mich zu dem Waschbräu. Entschuldigung. Moment. Ich fühle nach. Ah, der brennt gut. Oh. Oh, da merkt man, dass man lebendig ist. Und dann hat er mich zum Klo gebracht. Und dann habe ich gesagt, also, naja, sagen wir so, ich habe nicht das bessere Essen bekommen, als ich da war. Und das hat meinem Darm nicht sehr gefallen. Und das hatte ich gespürt vorher. Ich hab gespürt, da kommt was. Entschuldigung, wo führt die Geschichte hin?
Und ins Klo. Dann habe ich ihm gesagt, könnte er mir eben helfen, Klo? Und dann hat er mir geholfen mit meiner Hose. Hast du nicht schlimm geblutet? Ich meine, du hattest keine Finger mehr. Ja, es hat sehr schlimm geblutet. Aber nur zwei davon, weil die anderen hat er mit so einem Brenneisen. Boah. Das ging. Das war okay. Und dann hat er mir die Hose runter und dann habe ich genau in dem Augenblick. Was zum Teufel? Habe ich alles gegeben, was ich konnte. Und das war eine Menge. Die haben mir sehr schlechtes Essen gegeben. Dann hat der Typ Ekel bekommen und das fand er ganz viel. Aber es war auch nicht nett von mir, muss ich sagen. Ja, warte mal, was musst du? Das wusste ich mir einfach. Ja, und dann ist er raus. Und in dem Augenblick war ich alleine und dann bin ich durch die Latrine. Ich dachte, ich versuch's. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Weg. Der führt unten in die Mangroven hinein. Tja, wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Es gibt keinen Weg in das Konsortium. Die Gänge sind groß genug. Das ist ja jetzt auch nicht die Lammel, das ist da unten. Da fällt die Mangrovenbäume rein. Kein Weg in das Konsortium. Ich check seine Größe ab. Ich check seine Größe ab. Also seine Schmächtigkeit. Die Länge ist egal, die Breite. Ja, ja. Und dann check ich mich, Mantrak hier und die Lariel. Abpassen wir? Ihr drei passt auf jeden Fall. Bei Duncan dürfte es schwierig werden, der hat halt echt breite Schultern. Der kann ja als Maus durch. Ja. Aber die anderen das drei, würdest du sagen, ja, wenn der da durchpasst? Ich kenne auch schon ein paar Jahre her, da war ich noch ein bisschen stabiler. Seitdem kann ich meinem Beruf nicht mehr so gut nachgehen. Ich frage mich. Was denn dein Beruf? Nein! Ich war Flötenspieler. Ich hab jetzt Trommeln gelernt. Trommeln klappt dann gut. Ja, musikalisch bleibt musikalisch. Man muss den Rhythmus haben. Ja, und den hat man, egal ob als Flötenspieler oder Trommler. Mit dem Rhythmus wird man geboren. Ja, das ist immerhin dann der Rhythmus. Immerhin spiel ich seitdem. Also unterhalb des Hauses, also es ist so gebaut, dass man sozusagen, dass die Latrine in die Mangroven. Moment. Ich schenk nach. Ah, der brennt. Oh, der brennt. Der ist gar nicht schlecht. Puh, der ist gut. Ha, der tut mir gut. Also, habt ihr nie darüber nachgedacht, dass eine Stadt, die in die Mangroven gebaut ist? In die Mangroven gebaut ist? Ja, ich meine, das erklärt. Darunter kann sich ja bewegen. Die meisten Leute bewegen sich über die Straßen. Aber man kann ja auch darunter, wenn man klettern kann und wenn man die Wege kennt. Zu schade, dass sie die Latrine sicher vergittert haben werden, nachdem so ein wichtiger Gefangener entkommen ist. Tja, schade. Du befeuert und vergittert eine Latrine. Wir kommen auf keinen Fall rein. Die ist haben vergittert. Die nie nach dir gesucht? Naja, schon. Aber ich habe dann, als ich draußen war, ein bisschen Ärger mit meiner Frau bekommen. Und der hat gesagt, wie bescheuert ich denn bin, meine Finger wären wertvoller als Gold. Und das fand ich so niedlich. Aber du. Das fand ich so süß von ihr, dass ich dann das Gold genommen habe und gedacht habe, na komm, dann brauchen wir vielleicht doch nicht das Gold. Und dann habe ich das Aspis das Gold gegeben und seitdem ist. Du hast alle Finger, deine Zähne und deine Nase. Und dann hast du ihr das Gold gegeben. Er hat ja nur seinen Job gemacht. Und aber ich meine, das Wichtigste hast du ja behalten, gell? Das ist richtig. Meine Frau hat gesagt, ich hätte keine halbe Stunde länger warten sollen. Und das Aspis hat nicht gefragt, wie du entkommen bist. Naja, also dem Fingermann war das so peinlich, dass... Also, die haben mich gesucht, alle,
Und dann habe ich mit dem Fingermann den Deal ausgemacht, dass ich ein Stück Metall geschmuggelt habe wohl. Und das hat er bestätigt, dass er kurz draußen war und ich das Schloss Entschuldigung, Moment. Der brennt. Der ist gut. Und da habe ich mich gerade drauf geeinigt, der wollte ja auch nicht seinen Job verlieren. Bist du noch befreundet mit dem Fingermann? So, wir treffen uns ab und zu. Ist ein netter Kerl. Halt, Don ist verheiratet mit Ellie. Nettes Pärchen. Ich würde nur gerne Karten mit ihm spielen, aber ich kann Karten nicht gut halten. Ja. Und ich wollte auch wirklich nicht mehr Karten spielen, da ist das ja alles durch entstanden. Ja, also den Weg könntest du uns aber beschreiben, den du rausgenommen hast. Ich kann euch eine Zeit lang führen, aber ich gehe da echt nicht mehr rein. Wie gesagt, ich kann nicht mehr viel verlieren und dann bringt meine Frau mich um. Ja, da kriegst du mir viel abzuschneiden, das stimmt, an dir ist nicht mehr klar. Ja, und das ist... Ja, sowas kann eine Beziehung auch killen. Ja. Ja. Man kann ja nicht immer nur reden. Immerhin hast du deine Zunge noch. Ja, auch. Ich war früher auch ein begabter Maultrommelspieler. Aber die muss man immer in die Kehle tun. Das wegen der Resonanz. Mhm. Okay. Angenommen, wir unternehmen einen Ausflug. Wohin? In die Mangrovenbäume, unterhalb des Aspis. Ja. Ja. Was könnten wir denn Gutes tun dafür, dass wir zusammen so einen Spaziergang machen? Was ihr mir Gutes tun könnt? Naja, du willst es doch nicht umsonst tun, dass du uns den Ausgang der Latine... Ach, ich hab dem Geld abgeschworen. Das ist echt, das hat mich nur in Schwierigkeiten gebracht. Also dann vielleicht eine Flasche 4-fach X? Ich meine, der schmeckt dir so gut. Ja, ich glaube, das wäre schön. Ja? Und ich hätte noch, noch was. Ja? Er gibt das Licht zu. Aber ich glaube, mein Freund leidet unter Burnout. Der Fingermann. Wenn ihr vielleicht irgend euch was einfällt, wie also vielleicht der Müssel auf dem Cliff oder weg oder solange er in der Stadt ist, der weiß halt auch sehr viel. Und deswegen will das Aspis den auch nicht woanders arbeiten lassen. Also ihn und wie hieß seine Frau? Ellie? Ellie. Wir brauchen eine Reisegelegenheit. Ja. Wenn ihr das für ihn tun, ist ein guter Freund. Jetzt nur mal so aus Interesse. Wäre er auch ein Ticket rein? Was? Ja, also wenn wir dafür sorgen, dass er wegkommt, wenn wir ihm eine Mitfahrgelegenheit besorgen, für ihn und Ellie, kommen wir vielleicht auch ohne Latrinengang ins Aspis? Ich kann euch sehr empfehlen, den Haupteingang zu benutzen. Das Schöne ist ja bei so jemandem wie Aspis, die haben immer so schöne saubere Kleidung, die sehen immer so schick aus. Habt ihr euch gesagt, die sehen so schick aus und die kommen gar nicht auf solche Ideen. Wenn sie sich überlegen, wie man Schaus ablichern kann, dann denken die immer über das Dach und über den Haupteingang und sowas. Daran denken die, aber die denken jetzt nicht an Kacke. Und deswegen glaube ich, lächeln die den Rest sehr gut. Aber wenn ihr meinem Freund helfen könntet, aus dem Aspis rauszukommen. Das machen wir. Sag nochmal deinen Namen, damit wir deinem Freund, dem Fingermann, falls wir ihm begegnen, seinen Namen nennen können und dass wir mit dir befreundet sind. Matriosch. Danke. Ja, ich schreibe das jetzt in mein schlaues Heftchen. Ich notiere das. Matriosch. Und der Fingermann hieß nochmal wie? Ja, habe ich eben genannt. Ich habe den Scheißnamen vergessen, weil ich mir den habe eben einfallen lassen.
hieß er nicht Matriosch und der ihn gefoltert hat, war John und Ellie? Don und Ellie. Don und Ellie. Don Danke. Und Ellie, das ist der Fingermann. Genau. Das war Matriosch. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir mit ihm erst einmal sprechen würden? Wie Glon? Naja, wenn wir ihn aus der Stadt schaffen sollen. Wir helfen ganz sicher Don. Vielleicht könntest du mit Ellie reden. Aber Glon ist da sehr, sehr vorsichtig. Psisch, verständlich. Er weiß, was das Aspis tut. Mhm. Weil er macht es. Und dann müsste er sich selbst die Finger abschneiden. Das ist, also vor allem die letzten werden sehr schwierig. Das wäre ganz, ganz schrecklich. Also die ersten gehen ja noch. Also, aber die letzten werden leer. Also da müsste ich. Also sehr schwierig. Okay. Ich bin mir sicher, wir können eine Möglichkeit finden, ihn und Ellie aus der Stadt zu schaffen. Das wäre super. Wir versprechen nichts, wir schauen mal. Ja, und das, aber wir machen erst das eine und dann machen wir das andere. Erstmal müsst ihr rein, aber ihr könnt mit Ellie schon mal reden, wenn ihr möchtet. Nee, ich glaube, wir reden mit Ellie auch, wenn wir drinnen waren und das ist dann, wenn alles aber gut gegangen ist. Aber ihr verspricht mir halt nicht euer Wort. Das ist unser Wort, wenn wir rein... Wenn man was verspricht, muss man das auch halten. Das machen wir. Großes Finger-Ehrenwort. Ja, wenn wir reinkommen und wieder rauskommen, dann Ehrenwort... Versuchen wir. Wir unser Bestes tun, damit Ellie und Don... Wir bezahlen eine Passage raus aus Blutbucht. Das ist nochmal viel wert. Ne? Ich guck dich an wie... Das finde ich wirklich korrekt von euch. Ja, ist kein Problem. Da finden wir schon jemand, der das mitnimmt. Ich habe jetzt gerade aber kein Scheitel mehr. Also, ich habe noch zu tun. Wann treffen wir uns denn? Vielleicht morgens um 4 ist, glaube ich, eine gute Zeit. Okay. Da ist da kein Mensch wach. Holst du uns... Wir stehen vor der Tür heute Nacht. Doch nicht heute Nacht, nein! Und hier ist doch gut. Aber... Später, ich hab plötzlich eilig. Ich gehe so ein bisschen an die Lari. Wir müssen ja nicht heute Nacht rein, aber dann kennen wir den Eingang. Das reicht doch. Dann können wir uns doch besser vorbereiten, wenn wir wissen, wie es aussieht. Ich gehe nicht durch die Latrine. Aber sicher tust du das! Nein, das will ich nicht! Du wirst die scheiß Latrine gehen, hier stellen. Ich will sicher nicht durch die scheiß Latrine gehen! Durch die scheiß Latrine! Nein! Doch! Sehe ich aus wie jemand, der durch einen Haufen Scheiße wartet? Warum ein Haufen Scheiße? Die fällt doch da runter! Es wird dir keiner auf den Kopf! Oh mein Gott, stell dir vor, du gehst gerade hoch und einer hockt nach der Latrine! Das wäre sehr lustig! Oh Gott! Aber wie wahrscheinlich ist das, wenn du morgens um 4 gehst, dass da einer auf der Latrine hockt? Das Ding ist nicht sauber, Nalani! Das ist nicht sauber. Das glaube ich. Also das wird doch ganz selten nur sauber gemacht. Ja, aber jetzt, Matriosch. Ja. Wie oft muss man duschen, bis das wieder okay geht? Das kommt drauf an, was okay ist. Siehst du einmal duschen rein? Das ging so. Nein! Ja, geht ich schon. Sag mal, vorher war schlimmer. Ja, siehst du. Nein! Doch! Wir können es uns ja erstmal ansehen, genau, Lari. Also das ist der einzige Weg, in die Kellner reinzukommen. Ja, wir gehen auf jeden Fall. Wir sind um 4 Uhr vor der Tür, mit oder ohne Ilariel. Und dann gehen wir spazieren. Prima. Könnt ihr noch ein Schnäppchen mitbringen? Nimm bitte? Ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen? Ja, können wir. Die Bezahlung? Noch was von dem leckeren Zeug davon. Naja, die Bezahlung kriegst du direkt heute Abend. Wenn wir zurückkommen, kriegst du direkt eine Flasche. Das ist ja, der ist ja mit dabei. 4x, ne? Super. Ja. Super. Wenn wir vom Spaziergang zurück sind, kriegst du sofort 4x. Ich hab früher immer mit den Fingern geklärt. Ob jetzt 4x oder 3 oder 5. Also, ja. War ein Scherz. Ich kann natürlich 3 und 4. Du hast gesagt, du hast nicht mehr viel Zeit, ne? Also dann sehen wir uns heute Nacht um 4 vor der Tür. Genau, ich würde, denn wir haben einen Gig. Dann trommel schön. Ach, ganz genau. Ganz genau. Dann wünsche ich heute noch einen schönen Tag. Ich war nett, dich kennenzulernen. Ich lasse ihn raus. Das ist auch ganz sympathisch. Ne, das ist ein Nette. Ja. Ja. Bis heute Abend, heute Nacht. Cheerio. Ich mach die Tür zu. Können wir nicht nochmal auf den Plan zurückkommen mit... Ich weiß nicht, Matrakiert so etwas. Ich zeig jemandem meine Möpse und ihr geht einfach rein. Wow. Was? Okay.
Mir wäre alles lieber! Du willst lieber vor dem Haupteingang des Aspis deine Möpse zeigen, bevor du durch die scheiß Latrine kriegst. Was ist denn mit dir? Sicher? Ich dachte, dass das hier noch absurder wird. Okay, und ich kann jetzt auch nicht mehr. Ich suche jetzt die Latrine auf, weil ich hoffe, dass in einer halben Stunde hier sterbe. So, jetzt mir egal. Ich würde auch sagen, dass wir tatsächlich mit dem Abgang. Du, geh ruhig. Nö, jetzt dann warte ich, wenn du jetzt Abgang machst. Oh. Also tatsächlich mit dem Abgang von Matriusch, dem Fingermann, beziehungsweise dem ohne Fingermann, würde ich sagen, ja, wir haben kurz nach 10 heute. Ja. Das sind verdammte 4 Gläser. Okay, ich muss wirklich auf die Latrine. Und fair, egal, wer das vorher war. Es ist diesmal kein Cliffhanger, aber ich finde, die Diskussion, ob man gemeinsam durch die Scheiße geht oder nicht, ist ein schöner Zeitpunkt, um den Abend für heute zu beenden, oder? Ja, ja. Ich hatte, hatte ich Spaß heute, meine Herren. Ich hatte sehr viel Spaß heute. Ich liebe diesen Charakter. Ich habe heute mindestens zwei sehr schöne NSCs, die ich sehr liebe spielen können. Dann bedanke ich mich bei euch vier. Ich mache jetzt auch schnell, damit der Lurch Bibi. Oh mein Gott, ich bin viel langsamer. Okay, und bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuschauen, dass ihr dabei gewesen seid, den ganzen Abend bis 10 Uhr. Und verabschiede mich von euch für heute mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Morgen Abend geht's hier weiter mit der Shiraki. Die ist hier, macht dynamische Posen. Also ich mache die dynamische Posen. Ich mache auch ganz dynamische Posen. Geht gerade ganz, ganz. Und jetzt kommt Teenie Freak mit 42 Leuten und wir sind gerade fertig. Oh. Ja. So, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Hallo, liebe Raider. Hallo, hallo, Folk-Liebe. Freak-Liebe. Ihr könnt euch ja vorher auf... eine Szene verpasst. Ja, ihr habt echt was verpasst. Ihr habt eine interessante Szene verpasst. Ihr könnt jetzt zurückspulen. Ihr könnt euch das ja gleich nochmal angucken. Die durch die Scheiße gehen. Das war... Ich mag den Charakter. Ich mag ihn sehr. Don ist toll. Jetzt muss einer was singen? Ilariel mag den auch, glaube ich. Ilariel... Ilariel hat nur einmal ihren Charme benutzt. Bei euch weiß sie ja, das ist sinnlos. Was muss Mariano denn jetzt singen? Genau, eigentlich, nein, Scherz, dafür gab es ja Tini. Okay, Tini hat gesungen. Gut. Tatsächlich spielt keiner einen Barden, tatsächlich nicht. Wir haben keinen Barden in der Gruppe. Wir haben eine Haudegin, eine Klerikerin, einen Druiden, und einen Mystiker in der Gruppe. Letztes Mal hatten wir einen Barbaren. Der hat tatsächlich auch gesungen. Aber wisst ihr was? Ich mache euch tatsächlich noch ein Lied von uns an. Und dann könnt ihr noch Musik tatsächlich hören, die zu dieser Kampagne ist. Und... Wir beenden diesen Abend mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, inshallah, macht's gut. Habt noch einen schönen Abend und hört noch schöne Musik. Jetzt kommt Musik von Martin von D20 Sounds, die Martin, Mariano und ich gemeinsam gemacht haben. Ihr hört erst noch ein schönes Kneipenlied, nämlich die Kinder Besmaras und Mond und Rubin. So, und bis dahin, macht's gut. Tschüssi.